Moinsen. In der letzten Folge war der Abschluss dieser ganzen Drachentraum-Namensfindungsgeschichte, wo man also den Drachen von einer Prinzessin errettete und die beiden die Bedeutung ihres Namens fanden. Also David, der alte kleine Bauling, der irgend so einen dicken, fetten, geilen Traumstein geschaffen und dann geklaut hat. Auf Sophies Anraten hin, die irgendwie offenbar rumorakelt mit drei anderen Dudes und Dudettes. Und sie sind dann zurück zum Hof, haben sich da adäquat vorgestellt. Und David konnte es selbstverständlich nicht unterlassen, dem Berater des Grafen, der Berater vom Hause Dougal, dessen Hochkönig er damals bestohlen hat, erstmal noch frech ins Gesicht zu grinsen. Aber naja, was willst du machen? Und da war noch so ein bisschen Pseudoparty und Heinzelmännchen unter sich, sag ich mal. Also die Martha, die ist ja auch nicht von mir gedacht, da ist ein NSC, mit dem Sophie zwingend super gut auskommen wird. Weil Sophie, die abgelenkte Künstlerin, da, ich glaube, die Martha ist hier einfach zu... Sie hat sehr einfache, sehr klare Ansichten, wie die Dinge funktionieren, von denen sie nicht abrückt. Und ich glaube, da kommt Sophie nicht klar. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich denke, das war so ungefähr. Ach ja, diese Folge wird den beiden was vorgelegt. Und ich hatte keine Lust, dir das vorlesen zu lassen. Und ich wollte es auch nicht vorlesen. Nachzulesen sind die Regeln, um die es dann später gehen wird, in diesem komischen Dokument. Untereschert. Und wer mitlesen will, kann machen. Die beantworten, also die sollen noch Fragen dazu stellen im Wesentlichen. Genau. Viel Spaß und bleibt geil. Hallo, Intro, keine Zeit, Intro fertig. Okay. Muss ich das schon wieder dann machen? Na gut, Kinder, mach mal jetzt halt einfach los, mir da Wurst. Hier sind wir. Schön. Hat eigentlich jemand von euch was vor, bevor ihr am Mittag dort erscheinen sollt? Ich nehme das als ja, aber wir sind zu schüchtern, das zu sagen. Vielleicht versuchen wir es später nochmal. Kein Problem, können wir machen. In der Nacht träumt ihr normale Träume, was man halt so träumt. Dass man fliegen kann oder dass die Tante mit einem Messer hinter einem herrennt und dass die eine Niere in der Hand oder dass man völlig nackt vor dem Seminar einen Vortrag hält und dabei der Dozent anfängt, die Gesichter der Kommilitonen zu essen. Was man, also die ganz normale Träume. Ne? Sophie träumt von Trommeln. Das ist ja quasi genau das, was ich gesagt habe. Aber das Gefühl, wenn ihr erwacht, ist ein anderes als jeden Tag zuvor in eurem kümmerlichen bisherigen Leben. Das heißt, nur in eurem kümmerlichen bisherigen menschlichen Leben. Ihr fühlt die Wahrheiten des Traums. Frag mich nicht, welche das sind. Aber ihr fühlt sie. Ihr fühlt sie auch als Wahrheiten oder empfindet sie als solche. Ihr wisst, dass das angeblich Unmögliche nur so weit entfernt liegt, wie ihr bereit seid, den nächsten Kirschkern zu spucken. Und der chimärische Körper, der ja noch nicht sehr alt ist für euch oder jetzt wieder sich eigentlich neu anfühlen müsste, der passt einfach und zwar wie angegossen. Aber ihr bemerkt auch die Saat der Banalität in eurem Leib, die ihr in eure Seele gelassen habt, als ihr Mensch wurdet und die im Traum so nicht existiert hat. Also in euch schon, aber im Traum selbst nicht. Und damit fühlt ihr auch, dass Arkadien unerreichbar ist. Ah ja, und das Wichtigste, ihr fühlt euch bereit für ein kräftiges Frühstück. Ich mag Frühstück. David mag Frühstück, Sophie macht Frühstück. Ja. Das ist schön. David musste ja auch gestern lange tanzen noch. Die Füße sind bestimmt, noch wund. Das stimmt, Sophie war sehr schnell weg. Während er alle Tanzschuhe durchgetanzt hat.
Gut. Es könnte man muss sowas auch feiern. Also irgendwann wird er wahrscheinlich mitgekriegt haben, dass sie weg ist, aber explizit verabschiedet von ihm hat sie sich nicht, weil er gerade irgendwie im Gespräch und beschäftigt war und überhaupt. Das stimmt. Schlimm. So ist es. Also dann die halt ist recht fit. Die hat auch nichts getrunken. Also insofern. David hat, oder Daddy hat explizit gesagt, dass er auch nicht ganz so viel trinkt, weil ja heute ein wichtiger Tag ist. Ich weiß es noch. Mhm. Sonst weiß ich nichts mehr. Das ist auch das Wichtigste. Quasi. Weil ich wollte quasi ja das nächste Mal, wenn ich dieser komischen Person gegenüberstehen muss, ich mag ihn immer noch nicht. Welchen von allen? Naja, der aus meinem Haus, der meint, ich wäre nicht Teil seines Hauses. Du bist nicht in seinem Haus. Nein, nein, er ist vielleicht nicht in meinem, aber das ist mein Haus. Tschüss. Ich habe mit meinem Großkönig die Treue geschworen und die halte ich auch. Das ist halt so. Mhm. Auch wenn alle anderen das anders sehen. Ich muss sagen, das ist eigentlich schon ziemlich gut. Ich finde das immer gut, wenn Verbrecher sich als Opfer darstellen. Die haben das nur missinterpretiert und ich war halt leider zu schnell tot, um denen das erklären zu können. Na gut. Und dann vergehen halt Zeit und dann kommt man in ein neues Leben, weiß man nicht Bescheid. Du wusstest ja auch, dass man mit denen nicht reden kann. Eben. Vor allem nicht mit dem Typen, dem du offenbar Treue. Ist auch real, Frühstück haben wir gesagt. Frühstück. Wenn David erwacht, riecht es wahrscheinlich bereits nach gebratenem Speck und Eiern. Yippie-yay. Ich würde mich freudig auch in die Küche machen, sofern mich mein Körper lässt. Ich habe gerade verstanden, ich würde mich räudig in die Küche machen. Das ist, glaube ich, ja nicht gut. Natürlich lässt dein Körper das zu. Natürlich kannst du in die Küche gehen und das riecht vorzüglich. Sie hat die Bohnen offenbar weggelassen. Sie wird endlich eingedeutscht. Sehr gut. Was ist sie? Endlich eingedeutscht. Integriert. Ja, sie hat immer ein Brötchen geholt, aber sie hat trotzdem Würstchen gemacht. Das ist okay, damit kann ich um. Guten Morgen. Hi. Du warst ja relativ zeitig weg. Ja. Warum denn? Keine Ahnung, weil ich irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass ich dahin passe. Immerhin hast du keine Blutfehde mit irgendeinem Typen vom Adel. Du hast dich auch nicht gerade bemüht, das irgendwie besser zu machen. Das fühlte sich auch scheiße an. Das stimmt, aber ich glaube nicht, dass das Erste, was ich tun würde in so einer Situation, ist, den Typen auch noch herauszufordern, der mich möglicherweise den Kopf kosten kann. Das fühlte sich allerdings der anderen Seite wieder gut an, das zu tun. Ja, aber es war echt... Hör auf dein Herz, manchmal ist das gut. Ja, das stimmt. Das mag sein, aber also ich glaube nicht, dass es dir das Leben leichter macht. Hey, wir sind fucking Elfen. Ja, aber der auch. Und der schon länger als du. Naja. Weißt du, dass das Ding ist, dass man sich ja trotzdem irgendwie überlegen muss, dass es ja irgendeine Form von, keine Ahnung. Also ich denke mir immer, weißt du, derjenige, der sich schon auskennt, weiß bestimmt besser Bescheid als ich. Und ich glaube nicht, dass das Erste, was ich machen muss, ist, den Typen den Stinkefinger zu zeigen. So, es war echt nicht so klug. Vor allen Dingen nicht, wenn der echt irgendwie... Also... offensichtlich schon irgendwie ein hohes Tier ist. Der wurde doch irgendwie als Berater vorgestellt. Erster Berater. Naja. Aber, ne? Also, ja, mal sehen, was da passiert, ne, würde ich sagen. Ich denke nur, du solltest dir vielleicht überlegen, dem Typen bei jeder sich bietenden Gelegenheit, ohne Grund vor allen Dingen, den Stinkefinger zu zeigen. Also. Ja, zu dem Zeitpunkt musste ich das irgendwie tun. Das war eigentlich ganz gut so.
Jetzt muss man wieder einen Annäherungspfad finden. Ich bin ja auch quasi, jetzt sind mir ja auch alle Sünden vergeben. Jedenfalls hier. Naja, du bist aus seinem Haus verbannt und aus allen Orten, die diesem Haus gehören. Also vergeben, ja, vom Grafen. Ja, ja. Müssen wir mal sehen, wie das sich mit dem Haus überall weiterentwickelt. Naja. Ich weiß nicht, ich hatte einfach irgendwie das Gefühl, ich passe da nicht hin. Ja, was, bis die... Die Dings... Bis denen, glaube ich, irgendwie nicht geheuer. Was, wem bin ich nicht geheuer? Na, den anderen. Aber warum? Tja, warum? Das ist eine gute Frage, das müssen wir noch erfahren, aber irgendwie mögen die den Winter nicht so, von dem du ja anscheinend wie das Orakel bist. Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, ich mag den Winter, der Winter ist cool, aber... You know? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da Phase ist. Es war halt auch kaum einer da irgendwie. Also ich weiß nicht, ich fühlte mich einfach echt fehl am Platz. Keine Ahnung. Ich weiß nicht warum, es war irgendwie so ein Gefühl. Unsere Gefühle sind wichtig, hat man mir gesagt. Gerade in der ersten Zeit. Müssen wir drauf achten, was unser Herz mit sagt. Ja, ja. Wir Einzelmenschen haben wohl die besten Ratschläge. Was habt ihr? Die besten Ratschläge. Aha. Hat das denn gesagt? Ich, gerade eben. Achso. Mal gucken, vielleicht habe ich recht. Du Spinner. Ich beiße super genüsslich natürlich ins Essen. Hallo? Es schmeckt wie Asche. Scheiße. Hast du ich schon mal, das wieder aus. Wollte gerade sagen, also ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Mund voll Asche hattest. Ja, wenn du es ausspuckst, ist es auch Asche. Na ja, sind wir von. Bah! Was ist das denn? Ich weiß nicht, was das ist, aber das hier ist Frühstück. Ja, und da ich habe Asche ausgespuckt, als ich das gegessen habe. Okay. Und er schmeckte nach Asche und es war Asche. Und es ward Asche. Schlimm. Also bei mir ist das nicht so, sagt sie und beißt genüsslich in ihr Brötchen. Ich guck dich halt richtig so ein bisschen verbittert an. Man hört so ein Grummeln im Bauch. So, ernsthaft? Darf ich was von deinem Teller? Vielleicht ist meiner kaputt. Glaube ich nicht. Sie greift seinen Teller und wird sich von dem ein Stück was auch immer nehmen. Ja, ich nehme ja ein Stück von ihr. Also Sophie, das ist ein echt leckeres Würstchen. Genau richtig lange gebraten. David, Asche, da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Das ist auch beim zweiten Mal nicht so lecker. Doch, das ist wieder ausgespuckt. Was soll denn der Scheiß? Weiß ich nicht. Also, dein Essen ist vollkommen in Ordnung. Ja, offensichtlich nicht. Ey, boah. Auf den Scheiß hätte man mich vielleicht hinweisen können. Ja, vielleicht ist das auch eine Folge deiner gestrigen Aktion. Ja, und ich bin hier nicht mehr im Grafentum, oder was? Was? Ja, ich bin doch hier noch in der Grafschaft. Ja, und? Ihr darf mir doch kein Leid zugefügt werden. Dann live fügt man dir ja auch nicht direkt zu. Man macht das Essen ungenießbar. Super. Tja, was soll ich sagen? Guten Appetit. Lass es dir schmecken. Ich guck dich nochmal. Sie hält den also Teller wieder unter die Arme. Hier, iss doch was. Es ist deins. Ja, ja, ja.
Die Wurden des Verfalls, oder wie war das? Also, ich kann da keinen, nichts erkennen. David, in dem Moment, wo sie sagt, hier, es ist deins, da fühlst du, dass jetzt ein geeigneter Zeitpunkt wäre, sich diesen Teller zu schnappen. Und zwar schnell, bevor sie es merkt. Okay, ich probiere nochmal zaghaft. Lecker. Also, okay. Unaschig auch. Ja, ja. Okay, das ist seltsam. Ich schluck das runter. Als du gerade sagtest, es wäre meins, merkte ich, dass ich das essen kann. Aha. Faszinierend. Nicht cool. Aber... Das muss ich noch eruieren, woran das liegt. Ich nehme was von ihrem Teller. Wird das wieder zur Asche? Warte mal, welchen Teller hast du ihm geschenkt? Meinen. Seinen. Achso, na dann, selbstverständlich. Ja, dann nehme ich mir was von meinem Teller, den mir auch geschenkt wurde. Kannst du mir das auf deinem Teller auch mal schenken? Nö, das ist meins. Ich will das testen. Mann! Bitte sehr, David, bedien dich doch. Dankeschön. Ich nehme was. Schmeckt? Okay. Das sollten wir durchspielen, was du alles sagen kannst, damit das funktioniert. So, es ist nicht mehr deins, es ist meins. Her damit. Wie jetzt? Alles? Ja. Ich probiere was. Das ist eine gute Frage. Ja, eigentlich, ja, sie hat es zurückgenommen. Also, ich weiß nicht, wie oft du noch Asche fressen willst, aber offenbar noch eine ganze Menge häufig. Ich guck sie wirklich völlig entgeistert an. Alter! Alter! Ich habe Macht über dich. Das kannst du nicht bringen. Oh, ich habe so eine große Macht über dich. Fick dich hart. Schenken wir das bitte? Ich hab Hunger. Du hast echt übrigens sehr lecker gekocht. Danke. Finde ich. Also wenn's... Sagt sie und schiebt sich noch ein Würstchen in den Mund. Wenn das nicht gerade nach Asche schmeckt, quasi. Bitte sehr, David. Was auf diesem Tisch steht, davon sollst du essen können. Danke. Guck dich einfach so ein bisschen so skeptisch an. Nimm dann was in den Mund und guck dich dabei so an, so, wenn du jetzt was sagst, bring ich dich um. Und ich glaube, ich, naja. Sie lehnt sich zurück, beißt nochmal in ihr Brötchen, hat in der anderen Hand eine Tasse Tee. Ja, ich beobachte dich ein bisschen skeptisch und das Essen, was ich esse, aber ich scheine es zu genießen. Das ist wirklich angenehm, sag ich mal. Finde ich auch. Ja, vor allem, muss ich das jetzt immer fragen? Muss mir immer irgendjemand was zu essen schenken? Was soll denn der Scheiß? Das weiß ich nicht, David. Das weiß ich nicht. Ach, kacke. Es klingelt oder es ist an der Tür. Oder aber es ist nur bei dir so, weil du ja das Orakel der Vernichtung hier bist. Nein, wie heißt es? Vernichtung. Weiß ich nicht. Tabula Rasa ist mein Spitzname, offensichtlich. Sophie steht auf und geht mit, legt das Brötchen ab und geht mit der Tasse in der Hand zur Tür. Der Wanst steht auf seinem Klingelhocker, dreht den Kopf entschieden zur Seite, als du aufmachst und streckt die Hand in deine Richtung. Achso, für dich. Du siehst ja jetzt auch das erste Mal die Schlange lebendig. Sie blinzelt dich freundlich an. Richtig dumm freundlich. Und offenbar hat der Wanst ihm, ihr lange Wimpern gemalt. Wie in Comics, wenn man eine Frau malen will. Das heißt, sie sind da jetzt auch chimärisch vorhanden. Und Lippenstift.
Okay. Na hallo, wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Sehen die ihre Ware gestellt auf? Ja. Also, graubraune, ledrige Haut. Kalte, eisblaue Augen. Klein auch. Die Stirn etwas höher. Extrem, was heißt extrem, aber etwas maskuline, neandertalische Augenbrauenwülste, falls dir das was sagt. Deswegen liegen die Augen auch etwas tiefer. Die Gestalt ist noch etwas stämmiger geworden. Und bisher hat sie den Mund nicht aufgemacht, aber der Kiefer lässt einiges an Zähnen. Die sagt nichts, ja? Also viel das sagt? Doch, also sie streckt die Hand in deine Richtung, guckt aber noch immer noch zur Seite. Ja, alles Gute, zystisches Auge, und alles Gute da drin, der andere, dein Mann. Mein Mann? Ja, der David. Das ist nicht mein Mann. Daneben nicht dein Mann, ist mir doch egal, alles Gute oder auf Wiedersehen. Sag mal, warum bist du eigentlich sauer auf mich? Na, weil du seine Frau bist und da bin ich sauer auf euch beide. Ich bin nicht seine Frau. Dann eben seine beschissene Freundin. Bin ich auch nicht. Also wir sind befreundet, ja, aber... Aha! Ist das jetzt irgendwie ein Vergehen oder weswegen... Sie bohrt überlegend in der Nase mit der Hand, die sie dir gerade noch hingestreckt hat. Also eher mit einem Finger davon. Vermutlich, da bin ich mir noch nicht sicher. Also, ich meine, ich würde nur gerne wissen, wenn ich was falsch gemacht habe. Ich wollte dich nicht verärgern. Ich auch nicht. Ruhe da hinten. Ja. Genau. Na und außerdem bist du Frau Holle und ich bin ein Frühlingskind und stolz drauf und deswegen finde ich dich doof. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Na, weil du doof bist. Nee, aber warum? Ich habe doch gar nichts gemacht. Das stimmt. Ich verzeihe dir. Das freut mich. Möchtest du ein Würstchen haben? Ich möchte ein Würstchen haben, bitte. Bitte. Na, komm rein. Sie kommt reingehuscht. Alles Gute, David. Ich verzeihe dir. Dankeschön. Das bedeutet mir sehr viel. Dankeschön. Ich mache ihr Platz. Sie stürzt sich auf euren Tisch. Ich würde vermutlich, wenn sie niemand daran hindert, dann auch quasi so halb draufkrabbeln und mit beiden Händen sich Dinge in ihren Mund schaufeln. Sophie beobachtet das, macht aber erstmal nichts dagegen. Lass mich spezifizieren. Mit Dingen meine ich die folgenden. Ein paar Würstchen. Speck. Ein, zwei Brötchenhälften, die wo als Kollateralschaden gelten müssen. Am Ende guckt sie begierig auf den Würstchenteller, schüttet ihn sich in den Mund, leckt ihn ab, sehr ausgiebig, guckt dann den Teller an, ob sie eine Stelle vergessen hat, und beißt herzhaft rein. Sophie beobachtet sie dabei. Und sie wird ihn dann auch aufessen. Eine kleine Brise weht durch den Raum. Dann fällt ihr Blick auf die Pfanne, mit der diese Würstchen gebraten wurden. Die Pfanne isst du bitte nicht auf, die brauche ich noch.
Ablecken? Das ist in Ordnung. Ablecken, aber sie ist noch heiß. Warte mal. Sophie lässt ein bisschen Wasser in die Spüle und stellt die Pfanne dann einfach nur in die Spüle, sodass kein Wasser reinkommt, aber die von außen kühl wird. Ja. Gibt sie ihr dann in die Hand. Ja, dann wird sie die ausschneiden. Also sie wird die Gesichterin vergraben. Ja. Ich hoffe, es schmeckt dir. Eine zweite kühle Brise weht durch den Raum. Geht so, aber ich hab Hunger. Kriegt ihr heut euren Dings? Hm. Haha. Nun, ich hoffe, der wird. Es wird uns wahrscheinlich, es wird sehr interessant werden, denke ich. Es wird uns ja auch einiges bringen, nicht wahr? Ihr seid schon ganz alt und ihr kriegt einen Babysitter. Ne, 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 ne. Stimmt. Das stimmt, ja, da hast du wohl recht. Naja. Gibt Schlimmeres. Wer nicht Bescheid weiß, braucht halt einen Babysitter. Genau. Und, sagen wir es mal so, es ist halt vielleicht auch einfach so eine Art Privatlehrer, ist auch mal was Schönes. Sophie hält ihr übrigens den Teller mit den Eiern hin. Ja, ich meine, die hat Hunger. Sie hat großen Hunger von den Geräuschen ihres Magens und wird sich dann auch diesen Teller reinwürgen. Ich meine auch diesen Teller. Oh. Also beides quasi, Eier und Teller. Ja, aber diesmal trennt sie das nicht ernst, nicht erst. Okay. Sie kann offenbar auch ihren Mund gefährlich weit öffnen. Es würde nicht reichen, damit jemand von euch darin verschwindet. Aber so ein Kopf von jemandem von euch? Sie offenbart dabei auch eine Reihe von wunderschönen Reißzähnen. Keine Schneidezähne. Lächerlich. Reißzähne und dahinter ein Mahlwerk. Das, ich sag mal, mit dem könnte man 50 Mühlen mittelalterlicher ersetzen. Das klingt ordentlich. Jo. Da ist Asche auf dem Teller. Ja. Das ist seine. Das war irgendwie irritierend. Hast du gepupst? Nee. Ich wusste nicht, dass ich nicht einfach so essen kann. Das hat man mir nicht gesagt, deswegen so ein Lehrer ist ganz gut. Der Tim, der hat mal einen Feuerfurz gehabt, da kam auch ganz viel Asche raus. Okay. Wer ist Tim? Tim ist ein Herdling. Aber er ist weggezogen. Hm. Das ist ja doof. Ja. Hast der war lustig. Gespielt? Ja, der war sehr lustig. Mit dem konnte man koken. Und ganz andere Sachen. Koken. Und Dinge abfackeln und Dinge anzünden und Dinge anbrennen und gucken, wie sie kaputt gehen. Sophie schmunzelt ein bisschen. Wir hatten einen Heidenspaß Lagerfeuer machen. Brutzeln braten. Wofür man so einen Härtling hat, wo? Ja, das klingt irgendwie nach Härtling, ja. Ja, ha? Da hast du gut aufgepasst, Baby. Wo ist er denn hingezogen? Sie zuckt mit den Schultern. Vergessen. Hm. Warum bist du in die Besuchen gegangen? Zu weit weg? Ich gehe doch nicht irgendwo hin, wo ich mich dann erst bei irgendeinem Popsheini wieder vorstellen muss und mein Babysitter mitkommen muss, um den dann zu sehen in irgendeiner Grafschaft oder irgendeinem Herzogtum in Dingsterhude. Ah, also ist er ganz aus der Stadt und aus der Region hier weggezogen. Natürlich, sonst hätte ich ja nicht gesagt, er ist weggezogen.
Naja, hätte ja auch sein können, dass er ans andere Ende der Stadt gezogen ist oder sowas. Dann sehe ich ihn ja trotzdem. Ja. Du bist ja doof. Stimmt, manchmal. Das stimmt. Wo sind die Würstchen hin? In deinem Bauch. Hab keine mehr. Ich hab Hunger. Du hast immer Hunger. Diesmal ist er besonders schlimm. Warum? Weiß ich nicht. Ich hab die ganze Nacht nichts gegessen. Bin nicht mal aufgewacht. Nicht für einen 2-Uhr-Snack, nicht für einen 4-Uhr-Snack, nicht für einen 6-Uhr-Snack und nicht für einen 3:40 Uhr-Snack. Das klingt natürlich hart. Aber noch mehr Würstchen hab ich halt einfach nicht. Na gut. Tut mir leid. Sie lässt die Schultern und den Kopf hängen, geht zum Kühlschrank und macht ihn auf. Würstchen sind tatsächlich keine mehr da. Naja, aber was weiß ich, die haut sich jetzt auch einen Salat rein oder sowas. Also einen Kopf meine ich. Faszinierend. Ja, da gibt's wahrscheinlich noch sowas wie Äpfel und all so ein Krams. Der Hunger treibt's rein, aber sie ist sichtlich nicht begeistert. Und der Ekel runter. Ja, ja. Sophie hält ja noch einen Laib Brot hin. Vielleicht angenehmer zumindest als Gemüse. Nee, danke. Ich bin jetzt satt. Bestimmt 2 Stunden lang. Na gut. Wenn ich froh esse, dann kriege ich nur wieder Ärger. Naja. Ich hätte es dir ja gegeben. Eben, und wir hätten es dir auch nicht weiter erzählt, muss ja nicht. Ja, ich krieg trotzdem Ärger. Er weiß Dinge! Oh, okay. Sophie schmunzelt ein bisschen. Praktisch. Nee, nicht wenn dein Aufpasser alles weiß, das ist scheiße. Ja, gut, das ist ziemlich kacke, aber es ist praktisch, jemanden zu kennen, der Dinge weiß. Geheimnisse haben. Er sagt dir die Dinge doch nicht, du Dummkopf. Point für dich. Nee, eben nicht. Dann verliere ich ja immer. Ach, Mann. Ja, also. Du hattest recht mit der Aussage, dass er wahrscheinlich nicht sagen wird und dementsprechend mir nichts bringt. Natürlich hatte ich recht. Sag ich ja. Na gut, ich habe euch gratuliert, wie ich sollte, und ich habe euch noch großmütig verziehen. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Viel Spaß mit eurem Babysitter. Viel Spaß mit deinem. Dankeschön. Dann packt sie Schlange und geht. Sophie fängt an, das Chaos aufzuräumen, das sie hinterlassen hat. Welches Chaos? Sie hat den Abwasch quasi gemacht. Ah. Mhm. Indem sie ihn aufgegessen hat. Ich meine, die Pfanne sollst du vielleicht nicht, ganz so sauber hat sie nicht geleckt. Aber ich meine, der Würstchenteller und so und der Eierteller, den musste nicht mehr, ist doch perfekt. Ja, der ist einfach in ihrem Bauch verschwunden. Die hat einen wackeren Appetit, würde ich sagen. Tja. Oh, fuck. Wie ich dir schon mal sagte. Oh, nee, oh, fuck. Was denn? Ich erinnere mich gerade ein wenig. Das war, vorher war das, habe ich das einfach abgetan, aber ich habe ja ihren Vater getroffen. Ja. Bevor das Taxi ihn gerammt hat, stand er vor mir und hat den Mund aufgemacht. Ich bin beinahe in den Mund reingefallen. Oh, fuck. Ja. Okay. Vater, so die Tochter. Sehr wahrscheinlich. Das ist quasi dann nochmal gut gegangen. Wir sollten nochmal einkaufen gehen, bevor wir los müssen, ne? Ja, definitiv.
Aber wir sollen doch, glaube ich, gar nicht raus alleine, oder? Was? Wer hat denn das gesagt? Wir sollen doch zum Grafen. Da kriegen wir doch als unseren Mentor. Ja, aber da gehen wir doch nicht alleine hin. Nicht? Hat man uns nicht gesagt, wir gehen, also wir sollen nicht alleine rausgehen und alles wird für uns erledigt momentan? Ja, aber gilt das immer noch? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Vielleicht sollten wir mal klingeln. Na, dann mach das. Ich mach mal das Chaos hier weg. Alles klar, machen wir so. Ich taper nach unten. Wohin denn? Zu unserem lieben Vermieter. Also. Weil er uns das gesagt hat. Ja, der wird dann auch aufmachen. Der hat bestimmt schon ein T-Shirt an. Auch als Mensch, nur ein T-Shirt. Ja, völlig easy. Bin da nicht so. Hi. Was bist du denn? Was? Hast du mal auf die Uhr geguckt? So, wir wollten gerade einkaufen gehen und wir waren uns nicht ganz sicher, ob wir das sollen, dürfen. Du sagtest irgendwie von wegen, wir sollen das Haus erst nicht verlassen. Habe ich sowas gesagt? Mhm. Na, dann machst du das wohl besser nicht. Gut. Wir wollten aber einkaufen gehen, weil wir hatten gerade den Mann vor uns Besuch und... Schreib mir eine Liste. Das ist klar. Ich wollte dich auch nicht weg, es tut mir leid. Das hoffe ich für dich. Das Mindeste, was ich erwarten kann, ist, dass du dich richtig schlecht fühlst, Mann. Es tut mir wirklich sehr leid. Eine andere Sache. Wie kommen wir wieder zum Grafen für unseren Schwur? Unseren Termin? Was für ein Termin, Alter? Wegen dem Lehrmeister. Macht das dann auch alles wieder her? Verdammt. Macht das ja satt? Bin ich ja satt? Warte mal kurz, das müsste ich erstmal ganz kurz testen. Er versucht seinen Finger, seinen Zeigefinger auf seinen Handrücken zu legen, also so weit zu biegen, wie er kann. Nee. Warte mal, dann hast du die Frage aber in die völlig falsche Richtung gestellt, oder? Okay, das kann sein, ja. Kommt sie dir dafür jetzt auch nochmal schlecht vor, oder wie? Das wird immer schlimmer, ja. Das ist, Ich leide quasi innerlich gerade ein bisschen. Aber wahrscheinlich nicht so, wie du leidest. Du hast mich. Passt schon, ich bin einfach nur müde. Das kann man ja nicht als Leiden bezeichnen. Frage den, wie du da hinkommst. Und abgesehen davon ist es doch so, dass du mir eine beschissene Liste schreibst. Ich schreibe dir eine Liste, ja. Ich lege sie dir dann in den Briefkasten. Bitte? Ich lege sie dir dann in den Briefkasten. Hä, bist du bescheuert? Wer guckt dir denn seinen Briefkasten? Nagel mir den an die Tür am besten in Thesenform oder schieb mir unterm Schlitz durch oder mach irgendwas anderes. Briefkasten, Alter. Als ich das letzte Mal in meinem Briefkasten war, da war 1947. Alles klar. Warte mal. Ach so, ja, nee, stimmt. Hab ich das vergessen, euch zu sagen. Habt ihr schon GEZ bekommen? Also Post? Glaube nicht. Krieg ich ja auch nicht. So eine Scheiße gibt's in diesem Haus nicht. Das ist unsichtbar für die Schweine. Und auch für so ein paar andere Schweine, weißt du wie? Oh, sind wir da wohl zu schnell gefahren und wurden geblitzt? Sie finden dich nie, Junge. Ich finde hier bist. Okay, das finde ich cool. Yep. Außer es ist irgendwas richtig Schlimmes. Weißt schon, da ist jemand umgebracht oder so. Ich glaube, dann wirkt das nicht mehr. Na gut, das versuche ich jetzt zu vermeiden.
Das würde auch erklären, warum die Leute alle die Party nicht gefunden haben. Ja, genau. Das stimmt schon. Ist so. Ist so. Und jetzt verpiss dich und die Liste krieg ich irgendwann, aber nicht im Briefkasten, dann krieg ich sie nie. Aye, Sir. Schön. Leute, ich muss mal ganz kurz einen Anruf entgegennehmen. Macht mal weiter. Jo, ich gehe wieder nach oben. Fange an, eine Liste zu machen. Mit Dingen, die wir brauchen. Also, was hat sie uns denn alles... Also, sie hat alles gegessen, ne? Ja. Yep. Na gut. Wir brauchen eine Liste. Also, Brot, Aufschnitt, etc. Irgendwelche Sonderwünsche? Nö. Fleisch hat einem Adi am liebsten geschmeckt, ja? Ja. Yep. Also, einen großen Schinken. Aber nicht für sie, sondern für uns. Ja, aber wenn sie das nächste Mal zum Schinken geben, irgendwo dann ist er weg. Wir müssen ja aber nicht jedes Mal was zu essen geben, wenn sie herkommt. Hm. Aber ich finde das durchaus höflich, was zu tun. Ja, aber so ein großer Schinken... Ist auch verdammt teuer, da hast du recht. Also, ich finde es auch blöd, in solchen Kategorien zu denken, aber... Nee. Ach, egal. Kriegen wir schon irgendwie hin. Eben. Also ich sag mal, ich würde jetzt nicht immer unbedingt damit rechnen, dass sie vorbeikommt und hier unbedingt essen muss. Meistens hat sie ja irgendwas mit. Das stimmt allerdings. Glücklicherweise. Aber apropos Essen. Sie öffnet die Tür. Oder fiel mir das Fenster. Sir William flattert hinein und pickt sich die Reste vom Tisch. Sehr schön. Noch so ein Maul mehr zu stopfen. Das war schon immer da. Ja, natürlich. Naja. Jo, wenn wir die Liste fertig haben, dann müssen wir nochmal mit Herrn Satz sprechen, ob er uns dann mitbringt, weil wir sollen wirklich erstmal nicht gehen, weil es wohl irgendwie nicht so sicher ist. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht weil wir einfach nur Scheiße bauen. Wer weiß das schon? Ja, wer weiß das schon? Keine Ahnung, was wir jetzt können. Also ich meine, du kannst Dinge zu Asche verwandeln, beziehungsweise ich kann sie nicht essen, je nachdem, woran es denn jetzt lag. Das weiß ich mir noch nicht. Ich denke, das sind aber alles Dinge, die man dann gegebenenfalls diesen, wer auch immer... Lehrmeister. Das sein wird. Fragen kann. Hoffentlich zumindest, wenn er kein Arsch ist. Meine Hoffnung liegt ja auf Honda. Auf wem? Auf Honda. Wer ist das? Der erste Berater des Grafen. Herr Honda aus dem Hause Dugal. You know? Das wäre so witzig. Ganz bestimmt wird der Graf seinen ersten Berater dazu abkommandieren, zwei neue zu beaufsichtigen, weil der mit Sicherheit nichts anderes zu tun haben wird. Nee, und vor allem, weil er mich hasst. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, dass der Graf nicht so dämlich ist, einen solchen Eklat irgendwie zu provozieren. Da hat er nämlich selber auch nichts von. Ich weiß. Aus diesem Grunde schätze ich nicht, dass es dieser werden wird. Meine Tendenz geht auch dazu, dass ich das glaube. Aber keine Ahnung, irgendjemand wird dich finden, ne? Also. Vielleicht auch nicht, wer weiß das schon. Ja, es wäre sehr ungewöhnlich, glaube ich, weil das scheint ja wohl irgendwie ein ganz wichtiger Posten zu sein. Ja, müssen wir mal schauen. Wird schon irgendwie. Ich weiß nur noch nicht wie. Ich auch nicht, kannst du auch nicht sagen. Ich mache das quasi zwar nicht zum ersten Mal, aber ich muss das erstmal, dass ich mich daran erinnere. Es wird auf jeden Fall spannend. Ja, das stimmt. Zumal wir erstmal rausfinden müssen, was diese ganzen tollen Titel besagen. Welche Titel? Naja, also wir haben schon eine Feuerblume getroffen und so weiter und so fort. Warum haben sie euch Namen? Ne? Und warum bist du ein Orakel? Was heißt das? Siehst du die Zukunft voraus?
Ja. Nee, du kannst sie malen. Aber das heißt ja nicht, dass, ne? Genau. Oder siehst du die Zucker voraus? Ja. Das wäre creepy. Okay. Manchmal die Zukunft, manchmal die Vergangenheit. Es ist unterschiedlich. Okay, wie viele Finger zeige ich in 2 Minuten? So funktioniert das nicht. Ja, aber so wäre das ja sehr praktisch. Aber so ist es nicht. Und wie funktioniert das? Ich weiß es nicht so genau. Oh. Noch nicht. Es ist halt einfach da. Szenen. Manchmal auch wirklich nur Bilder. Okay. Manchmal alles. Hm. So wie die Trommeln zum Beispiel. Es ist halt ein Fenster in eine andere Zeit. Hm. Oder in eine andere mögliche. Kann man diese Zeiten dann verändern? Ich glaube, manchmal geht das, ja. Ich glaube, manchmal ist es eine Momentaufnahme von einem Zeitpunkt, der sich so ergeben wird, wenn der Weg weitergegangen wird, so wie bisher. Hm. Aber das gilt nur für die Zukunft. Die Vergangenheit ändert sich natürlich nicht mehr. Das wäre strange, ja. Aber manchmal gibt es, glaube ich, noch Möglichkeiten, etwas zu verändern. Okay, nice to know. Würde auch Sinn ergeben, wenn ich dann auf deinem Rad dann halt das Ding geklaut habe. Dann haben wir das mit der die Zukunft aka jetzt die Vergangenheit geändert, möglicherweise. Hoffe ich. Wahrscheinlich. Puh. Ja, das wird auf jeden Fall noch spannend, sag ich ja. So. Ich glaube, ich werde mal eben kurz runtergehen und mal kurz klopfen. Bei dem Herrn Satt? Mhm. Dann macht das. Sophie steht auf und geht hinunter und klopft an der Tür. Wer Wanst macht auf. Du hast noch Würstchen gefunden? Nein. Oh. Kann ich denn mal deinen Babysitter sprechen? Sie schmunzelt ein bisschen, als sie das sagt. Der ist nicht da. Der ist nicht da? Oh, genau, ja. Das, ihr trefft euch an einer Brücke. An welcher? Bei dem VW-Mond. Die große. Ah. Gut. Dann bis später. Tschüss. Sophie dreht sich um und geht wieder. Hm. Und meint dann zu David. Der gerade das Bad macht. Er ist schon halb fertig. Wieso wolltest du jetzt noch putzen? Ich bin sowieso dran und ich hatte halt gut Zeit. Sie schüttelt mit dem Kopf und geht in die Richtung ihres Zimmers. Wir müssen erst in 1,5 Stunden los, also von daher. Wir treffen uns übrigens mit Herrn Satt an der Brücke am VW-Mond. Daddy, also es gibt da einfach einen Schloten alten für Fernwärme und da hat VW halt ein Verkaufsdings daneben und darüber haben sie halt ihr scheiß Zeichen, das sich langsam dreht und wenn man kurzsichtig ist, kann man das gut in der Nacht für einen Mond halten, wenn man ein bisschen weiter weg ist. Okay. Der sich dreht. Okay. Verstehe. Wann?
Das hat mir der Wanz nicht gesagt. Achso, ich dachte, okay. Ja, dann. Interessant. Du kannst ja das Badezimmer noch zu Ende machen, aber ich mach mich schon mal los. Ja, dann komme ich mit. Weil, alleine gehen. Wozu? Okay. Ja, damit steht sie an der Tür. So. Ich mach mich halt ganz fix. Also, ne? Pack halt zusammen, etc., bla bla, und mach mich dann auch los. Fahrrad oder Straßenbahn? Bahnfahren sei was ganz Blödes, hat man gesagt. Mhm. Fahrrad. Beziehungsweise sonst laufen. Wir haben ja noch Zeit. Laufen, weißt du, wie weit das ist? Von uns aus? Nein, weiß ich nicht. Echt weit. Okay, dann Fahrrad. Perfekt. Solange ihr nicht solche Angsthasen seid wie ich, dann machen euch Bahnschienen ja nichts aus. Außerdem gehört es dazu, dass man da mal reingerät und auf die Fresse fällt. Für manche gehört auch dazu, dass sie dann eine Stahlplatte im Kopf haben. Haha! Oder ein Fahrradhelm, aber das wäre total uncool und zerstört bestimmt auch Sophies italienisches Filmhaar. Ja. Das dachte ich mir. Gut. Schön mit dem Fahrrad, da seid ihr auch entsprechend schnell da. Das ist eine sehr große Brücke. Das ist dann Teil der Magistrale, also dieser Hochstraße, wo ordentlich Autoverkehr ist und ein breiter Fußweg auch noch. Wenn ihr dort schon in die Nähe kommt, seht ihr, dass dort einer der Hauptwege zum Palast ist. Und der ist etwas prächtiger als den Weg, den ihr gestern genommen habt. Etwas. Okay, wir stellen die Räder ab. Zumindest Sophie tut das. Mhm. Ja, Herr Wanst, na klar, Herr Satt. Wird da auch schon in der Nähe stehen und das mit einem Blick auf den Hof werfen in der Ferne. Mhm. Hallo. Guten Tag. Ich hoffe, die Nachricht hat sie erreicht. Also offenbar hat sie erreicht, aber ich hoffe, dass sie rechtzeitig und einigermaßen angemessen formuliert wurde. Sophie schmunzelt. Zumindest verständlich. Nun, das ist vielleicht alles, was ich zurzeit erwarten kann. Wir sollten uns direkt auf den Weg machen. Da ihr etwas früher gekommen seid, habt ihr etwas mehr Zeit, das ganze Ausmaß des Prunks zu genießen. Mit den Worten wird er von der Brücke seitlich auf den Weg in den nahen Traum treten. Und wir werden ihm folgen. Richtig. Eine Frau, die man, wenn man böse wollte, gut auch Hartz IV Mutti nennen könnte. Also sie hat in der einen Hand die Kippe, in der anderen hat sie den Kinderwagen und das Handy, schiebt seelenruhig ihren Wagen an euch vorbei, als ihr einfach neben ihr quasi durchs Geländer schreitet. Ein Hobbler? Der Hauptweg, den ihr jetzt betretet, ist gepflastert in perfekt abgemessenen Stein. Da haben wohl Einzelmännchen sehr akkurat gearbeitet. Er ist selbstverständlich, haben wir das? Na klar. Es ist eine Scheiße, wie heißt denn das jetzt? Ne, hier Dings auch. Also da sind Bäume an beiden Seiten. Eine Allee. Halt die Schnauze, schneide ich raus. Allee. Eine Allee. Voll von hochgewachsenen, kräftigen Bäumen mit dunkelgrünen, satten Blättern. Und hoch über euch fliegen blau-goldene Vögel ab und zu in den sonst blauen, klaren Himmel und erzeugen dort kleine Gewitterwölkchen.
Also dort, wo die quasi, ihr müsst euch vorstellen, der Himmel ist ja nur für Menschen so ein komisches Konzept mit verschiedenen atmosphärischen Schichten. In diesem Traum gebildet dort ist der Himmel ganz offenbar wie die spiegelnde Oberfläche eines Sees und wenn sie eintauchen, dann steht dort eine Gewitterwolke. Ansonsten habt ihr dort eine Taverne auf dem Weg, die offenbar gerade nicht besucht wird, aber die offenbar groß genug ist, um einiges an Gästen aufzunehmen und auch gut ausgestattet ist mit teurem Mobiliar. Ihr seht etwas am Wege entfernt Stallungen mit verschiedenen normalen Reittieren, aber auch fabelhaften Kreaturen. Natürlich sind da keine Einhörner drin. Eher so was natürlich wie Greife, was man halt erwartet. Und auch ein recht großer Vogelkäfig. Also wie so ein Zoovogelkäfig, so ein richtig großes Ding, wo allerdings die Türen geöffnet sind. Das muss dann, wo die Vögel beherbergen, die am Himmel fliegen. Und eine Schmiede, dergleichen mehr. Alles in doch größerem Ausmaß. Also die Schmiede ist auch keine Schmiede, wo so ein alter Typ da hinter einem Amboss steht, sondern das ist offenbar eine Waffenschmiede, die für den Krieg schnell rüsten könnte, wenn er bevorstünde. Sir William möchte bestimmt gucken, was diese komischen Vögel da oben tun. Sir William wird sich von diesen Vögeln fernhalten. Okay. Sir William ist ein freches, aber kluges Tier. Das stimmt. Viel lieber würde er doch mit den, würde er doch die Eichhörner auf den Bäumen ärgern. Also das sind im Wesentlichen Eichhörnchen, bloß dass sie halt ein kleines Horn auf der Stirn haben. Und denen würde er natürlich eher ein paar Nüsse stehlen oder sowas. Oder so. Man muss ja wissen, mit wem man sich anlegen kann. Der ist ein kluges Vieh. Genau, dann kommt ihr zum Palast selbst. Die Flügeltüren werden für euch geöffnet und der Graf selbst in, wie sag mal, halber Pracht steht vor euch, also kommt auf euch zu. In halber Pracht meine ich, er ist nur halb so ausdrucksstark wie gestern, was immerhin den positiven Effekt hat, dass es euch nicht auf die Knie wirft. Der, wie habe ich das letzte Mal genannt, Veranstaltungs- und Thronraum hinter ihm ist so gut wie leer, es sind nur ein paar Heinzelmännchen, die und ein paar andere Feengestalten, die offenbar gerade sich noch um die Feuer kümmern und dergleichen. Und er würde sein Haupt minimal vor euch neigen zur Begrüßung. Ich will eine vernünftige Verbeugung. Das ist sehr freundlich. Sophie macht ihren Knicks. Und dann wird er mit einer Geste, als würde er eine Fliege verscheuchen, aber keine besonders nervige, sondern nur so eine leicht lästige, eine Fruchtfliege, eine einzelne, würde er quasi Herrn Satt wegscheuchen und sich dann einfach umdrehen und mit euch eine Seitentreppe emporsteigen dieses Palastes. Sophie betrachtet das, wenn er das macht, irgendwie mit Sandro, wie erstmal sie versteht es nicht, aber ist ein klein wenig Unwille in ihrem Gesicht, kurzzeitig, aber keines, der es nichts, was irgendwie lange in ihrem, nichts, was lange in ihrem Blick Bestand hätte. Wenn der gute Lord sich umdreht und hochgeht, grüße ich einmal kurz meine Kompagnons quasi. Ja, ein paar winken dir zu und lächeln fröhlich. Schön. David, was hast du in Empathie? Empathie? Werte? Ja. Ja, habe ich bestimmt. 3. Okay. Zu der Sache gerade noch. Für euch beide. Man hat nicht das Gefühl, als wäre er im Speziellen gegenüber Herrn Satt oder seinem Kiff negativerer eingestellt als anderen. Es ist bloß so, dass offenbar auch
Also A, ist er natürlich irgendein random Dude, der hier ankommt. Und B, es ist doch schon ein sehr großer, auch ästhetischer Unterschied zwischen einem Slua und einem Ski. Bei Herrn Satt habt ihr auf dem Weg bemerkt, dass ab und zu ein Spinnchen unter seinem Ärmel hervorkriecht und es wirkte fast, als wäre er geneigt, kräftig mit einem leichten Knacken darauf zu beißen und den säuerlichen Geschmack zu genießen, hat sich aber offenbar vielleicht wegen euch zurückgehalten. Und man könnte erwarten, dass irgendwann aus seinem Mund ein Wurm oder eine Made kriecht, während der Graf dann doch eine leicht andere Ausstrahlung hat. Ne, also mit seinem Umhang aus Blitz und Wolken, aus Donner und Macht. Also, er geht mit euch eine Treppe hoch. Er geht mit euch diese Treppe hoch. Das ist ja vollkommen normal. Es ist natürlich auch vollkommen normal, dass sie ab der Hälfte einen Knick macht und ihr auf dem Kopf lauft. Also, es ist dann ein rechter Winkelknick, 90 Grad. Also, dass ihr quasi kopfüber lauft. Das wären 180. Nee, wenn ihr quasi dieselbe Strecke zurücklaufen würdet, nicht. Weißt du, was ich meine? Nö, aber ist egal. 180 wäre doch eine Spirale. Ist ja auch egal. Also, ihr lauft auf jeden Fall kopfüber in diesem Schloss. Das ist offenbar auch so gewollt, denn einige der Bilder, der Gemälde an den Wänden sind dann auch so angebracht, dass sie jetzt besser sichtbar sind. Das sind nicht nur, edelste Alashi, die irgendwelche Dinge tun, zum Beispiel irgendwelche Artefakte in den Händen halten oder Schmieden, die gegen wilde Biester kämpfen oder neue Welten entdecken, aber schon die Mehrheit. Genau. Nein, diese Bilder bewegen sich selbstverständlich nicht. Sie sind hier nicht bei Harry Potter. Oh. Gibt es ein Porträt von einem Heinzelmännchen? Oder zwei? Heinzelmännchen sind häufig mit auf den Bildern. Im Fokus stehen sie. An so vielen Gemälden kommt jetzt auch nicht vorbei. Tot nicht. Ist okay, das ist gut. Tretet dann auf einen Balkon. Darunter seht ihr nicht so viel wie gestern, aber doch eine okay Ansammlung von Feen. Ich hatte bei der letzten Beschreibung vielleicht vergessen, dass es Wesen aus Feuer gibt oder auch die mit der Luft verbunden sind oder solche Sachen, aber das ist ja unwesentlich. Ich meine, was will man auch anderes erwarten? Er wird dann als erstes natürlich auf diesen Balkon treten und die Menge zum Schweigen bringen mit einem lockeren Wisch seiner Hand. Und wird dann zwei Stellen für euch, quasi euch auf zwei Stellen platzieren oder sie euch anbieten eher. Sodass ihr euch gegenübersteht. Dann tun wir das wohl am Ende. Ja. David und Sophie erhaltet heute euren Mentor. Wünscht ihr einen Mentor? Oder wünscht ihr frei zu sein von Pflicht und von Glückseligkeit des Lernens? Ich wünsche mir einen Mentor. Ich ebenfalls. Gut. Anwesende, ich habe lange darüber nachgedacht, wer ein geeigneter Kandidat für diese beiden sein könnte. Sind es doch zwei Neulinge, die mit besonderer Kraft und überschüttet, übergossen, schwimmend im Glanz an unseren Hof kamen. Zwei, die in ihrer Vergangenheit viel Gutes taten, viel erlebten. Vielleicht auch Schlechtes taten, in jedem Fall aber Bedeutung tragen, mehr vielleicht als viele andere von uns, von euch. Ich wähle Thorald, meinen Kommandanten der Hofgarde. Er ist ein ehrenwerter Mann
aus den Reihen der Gemeinen ein Krieger für ihre Rechte und ein loyaler Soldat für die Salzlande. Ein erfahrener Mentor und natürlich ein Mann seines Wortes. Der blaue Riese mit der Geißen aller Rüstung wird neben euch treten, sich vor ihm tief und vor euch tief verbeugen. Ich verbeuge mich auch vor ihm. Er hat edle Gesichtszüge, aber nicht so herrschaftlich. Aber sie sind gerade auch für seine Statur ungewöhnlich, mit wenig Makeln und relativ symmetrisch. Ich weiß, Lieblingswort ist mir aber jetzt auch egal. Falls ihr das vergessen hattet, die Haut ist hart und von einigen Narben überzogen. Seine Augen sind, die sind doch glaube ich normal, ne? Seine Augen sind, haben eine grüne Farbe, aber so ein menschliches Grün, also eher so ein verwaschenes Grün. Und er hat zwei Hörnchen, nicht wie die eines Satyrs, die nach hinten gebogen sind, sondern eher nach vorn austreibend, ein wenig teuflisch. Aber das Ganze wirkt nicht zwingend bedrohlich. Er verfügt über die Macht, seinem Gesicht mit Mimik Ausdruck zu verleihen, benutzt das aber nicht ganz so häufig offenbar. Er wird dann hinter sich greifen auf einen kleinen Sockel, auf den zwei Scheite brennenden Holzes liegen und sie quasi jeden in eine Hand nehmen und euch dann quasi hinhalten, ergreift das. Dann werden wir das mal tun, oder zumindest so viel. Jo. Ich auch. Natürlich. Er wird euch jetzt abwechselnd in die Augen blicken. Du bist ein Flämmchen im Wind und ich wache über dich. Ich werde dich nähren mit meinem Wissen. Ich werde dich hüten mit meinen Kräften. Ich bin dein Nordstern auf hoher See und dein Schild in der Schlacht. Dein Schmerz sei mein Schmerz und dein Glück mein Lohn. Du bist mein Mündel und ich bin dein Mentor für ein Jahr und einen Tag. Das gelobe ich vor Graf Sakash vom Hause Gwydion, vor den ehrwürdigen Tuatha De Danann und vor dem Traum selbst. Dann wird sich etwas regenbogenfarbenes Licht von seinen Händen über die Scheite in euch ergießen. Es fühlt sich angenehm an, das kann ja jetzt für jeden was anderes bedeuten. Kühl nehme ich an. Was soll das denn jetzt? Weil du immer so drauf bestanden hast. Ich habe auch extra die Scheiße umgeschrieben für dich jetzt. Das Holz wird jetzt erlöschen. Und eigentlich wollte ich sagen, ihr spürt die Wärme noch in euch. Jetzt sage ich, ihr spürt die Wärme oder ein Gefühl von Sicherheit und Gemütlichkeit in euch. Ihr wisst, dass das Scheite aus seinem Herd waren. Nice. Graf Sakash wird jetzt die Stimme erheben. Legt eure Hände in seine. Dann werden wir das tun. Ich meine, ihr habt darin genug Platz. Er wird sie quasi dann eure Hände mit seinen umschließen. Sprecht mir nach. Ist immer noch Sakash. Ach übrigens, Outgame. Das wird jetzt durch TS-Verzögerung richtig scheiße und wir machen es trotzdem. Ihr sprecht gleichzeitig. Wow. Okay. Also sprecht mir nach, sagt er. Der Traum gab mir mein Leben. Ihm schulde ich alles. Der Traum gab mir mein Leben. Ihm schulde ich alles. Ihr seid der Amboss, auf dem ich mein Glück schmiede. Euch schulde ich Respekt und Dankbarkeit. Ihr seid der Amboss, auf dem ich mein Glück schmiede. Und jetzt komme ich durcheinander, weil Deli gleichzeitig ja mit mir spricht und das fürchterlich irritiert ist. Das ist völlig irritiert. Ich mach's kürzer, okay. Ihr habt das gesagt, ihr seid der Amboss, auf dem ich mein Glück schmiede. Euch schulde ich Respekt und Dankbarkeit. Euch schulde ich Respekt und Dankbarkeit. So wie sich der grüne Spross nach der Sonne richtet. So richte ich mich nach euch. So richte ich mich nach euch.
Ich bin euer Mündel und ihr seid mein Mentor. Ich bin euer Mündel und ihr seid mein Mentor. Für ein Jahr und einen Tag. Für ein Jahr und einen Tag. Das gelobe ich vor Graf Sakash vom Hause Gwydion. Das gelobe ich vor dem Graf Sakash vom Hause Gwydion. Vor den ehrwürdigen Tuatha De Danann. Vor den ehrwürdigen Tuatha De Danann. Ja. Und vor dem Traum selbst. Und vor dem Traum selbst. Es ist ein Pakt, den ihr geschlossen habt, und es ist ein Pakt, der auf dessen Einhaltung offenbar geachtet wird. Das wisst ihr. Nicht zuletzt deswegen, weil die Sonne auf dem höchsten Turm dieses Schlosses etwas heller auf euch herabscheint. Nein, Sophie, nicht auf die Art. Es ist der Traum, der scheint. Das Licht der Sonne ist nicht brennend. Der Troll, wir bleiben jetzt dabei, es ist ein Troll, okay. Der Troll wird jetzt seine Hände öffnen und in euren Händen brennt jetzt die Flamme seiner Holzscheite kurz, nachdem ihr die öffnet. Danach gibt's unten Geklatsche, Höfliches bis Ausgelassenes und zwischendurch ein Bekommen. Was? Diesen Gockel. Ja, da ist wieder dieser Gockeltyp da unten. Das ist schön. Dann wird sich der Graf verneigen vor euch und dann aber von dannen schreiten. Er hat offenbar auch noch anderes zu tun. Er hat eine Grafschaft zu verwalten. So is it. Sklaven auspeitschen, Einzelmännchen essen, was man halt so zu tun hat. Ein Graf, sie zu knechten, sie alle zu finden. Ins Dunkel zu treiben. Naja. Ein Schloss ewig einzutreiben und ewig zu binden. Ich dachte, sie abzutreiben. Nee, das ist... Dann hat er ja keine Diener mehr. Variation. Nee, das stimmt. Uncool. Gut. Ich habe heute von meinen Pflichten befreit viel Zeit. Wir sollten sie heute nutzen. Folgt mir. Er wird dann wieder die Treppe mit euch hinabschreiten und irgendwann seine Gemächer betreten. Sie sind extrem spartanisch eingerichtet. Nicht nur im Verhältnis zu dem, was man sonst im Schloss sieht. Wo auch, weiß ich nicht, Fenster aus Licht zum Teil sind, wo man echt schlecht rausgucken kann und solche Scherze, sondern auch nach normalen Standards ist da nicht nur wenig drin, sondern die Möbel sind nicht zwingend gemütlich, sondern zweckmäßig und es ist alles, selbst wenn es nicht aufgeräumt wäre, ich sag mal, da ist einfach nicht viel. Natürlich gibt es einen dicken Rüstungsständer mit einer zerfetzten Rüstung, die ein Wappen trug, was abgenommen wurde, und ein paar verschiedene Waffen. Natürlich sind die Möbel auch nicht auf eure Größe zwingend zugedingst. Der ist ungefähr 2 Köpfe größer als ihr. 2 Köpfe größer als Sophie, mindestens 5 Köpfe größer als David. 3,5. Ich bin hier ein bisschen kleiner hier. Sophie tut, wie ihr geheißen. Ich kletter auf den Stuhl. Er wird dann erstmal seinen Helm abnehmen und noch ein paar andere Teile seiner Rüstung, die ordentlich aufhängen. Ist das eigentlich jetzt der Typ, mit dem Sophie vorher geredet ja, hat? Ja, das okay. War genau der. Das ist der Kommandant der verdammten Hofjarde. Dann lässt er sich ebenfalls in einen sehr ungemütlich aussehenden Sessel fallen. Schön. Wir haben heute 2 Dinge zu erledigen. Das eine ist, wir müssen eure Dinge holen. Also die Dinge, die euch zustehen. Die Dinge, die der Traum für euch verwahrt hat. Und das andere ist, wir müssen euch bei der Nöcker-Rohrpost anmelden. Warte, was? Es ist ein Kommunikationssystem, was schnell funktioniert und was unabhängig. Nicht jeder
besitzt oder benutzt ein Handy. Es ist eine sichere und schnelle Kommunikationsmöglichkeit und in diesem Jahr für euch kostenlos. Also würde ich euch dringend empfehlen, die zu nutzen. Gerade da ich hier viel bin, ich habe hier selbstverständlich keine andere Möglichkeit, Nachrichten von euch zu empfangen. Außerdem könnt ihr das verschicken, wo auch immer ihr seid, und bekommen, wo auch immer ihr seid. Also. Cool. Aber bevor wir irgendetwas anderes machen, ist es meine Pflicht und mein Wille, dass ihr das hier bekommt. Er zieht einen dicken Wälzer hervor, reißt seine Seite raus und hält ihr euch vor die Nase. Da steht mit großen Lettern in verschwungener Schrift Escheat und dann verschiedene Regeln offenbar, die im Forum sind. Und das ist was? Das sind die wichtigsten Regeln unseres Zusammenlebens, die Regeln, die ihr unbedingt im Schlaf kennen müsst und einhalten müsst. Lest und fragt. Was ist Glamour? Wir haben verschiedene Namen dafür. Glamour, Glanz, Traum, Kraft, Schaffenskräfte. Es ist der Stoff, aus dem der Traum ist. Es ist der Stoff, der durch dich fließt. Es ist der Stoff, aus dem Chimären bestehen. Und es ist der Stoff, mit dem wir unsere Wunder bewirken und den du aufbewahrst und den du benutzen kannst und den du von Zeit zu Zeit unbedingt benötigst, mit dem du deine Wunden heilst, der dich nicht altern lässt, solange du hier bist. Er ist alles und er ist nichts und er ist für jeden vor allen Dingen was anderes. Das ist, wenn du das erste Mal welchen bekommst, wirst du spüren, was er für dich ist. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen, weil ja, es ist halt was Individuelles. Okay, und damit kann ich Träume verändern, was ich nicht darf? Nein, pass auf. Die Sterblichen, manche Sterbliche, die wir Träumer nennen, sie produzieren ihn bewusst, also unbewusst, in kleineren oder größeren Mengen, durch Schaffenskraft, durch die großen Gefühle, die sie haben, durch tatsächlich auch teils Träume, teils auch als Chimären selbst, wenn jemand einen schlimmen Albtraum hat von einem Kettensägen-Clown, dann kann es sein, dass sich dieser Kettensägen-Traum löst und durch die Stadt rennt, für die Menschen unsichtbar und für uns sehr gefährlich. Es ist selbstverständlich dein Recht, von diesen Sterblichen, die wir Träumer nennen, ihr Geschenk zu erhalten, indem zum Beispiel auch, indem du ihnen hilfst, etwas zu schaffen oder ihnen Hoffnung gibst oder etwas in der Richtung. Und dann erhältst du etwas von dem Glamour, das sie produzieren oder alles davon. Aber es ist dir verboten, sie dazu zu treiben durch Zauberkraft. Es ist dir verboten, deinen Glanz in sie hineinzutreiben, um sie dazu zu bringen, mehr als sie normalerweise absondern würden, herauszupressen, weil es die Träumer unter Umständen zerstört und zu banalen Wesen werden lässt. Verstehst du? Mhm. Diesen Vorgang nennen wir auch Plündern und er ist das Schlimmste, was du tun kannst. Ey. Was war deine banale, Frage? Was sind banale Wesen? Im Wesentlichen fast alle Sterblichen. Meistens ist die Banalität in ihnen nicht schlimm, ihr Unglaube, ihr Unverständnis und ihre Gleichgültigkeit, aber in manchen ist sie so stark, dass sie dich durchstößt, dass sie dich aufzehrt und dass sie dich vergessen lässt. Sie ist aber so stark in allen von ihnen, dass sie den Traum so weit entfernt haben von ihrer Welt und dass sie uns nicht mehr sehen können und dass sie vergessen, wenn du dich ihnen zeigst, wenn du das tun solltest, wenn du so töricht sein solltest, das zu tun. Er ist die kollektive Macht der Banalität. Es ist die dich abstürzen lässt, wenn du auf einem Drachen durch die Stadt fliegst und sie nichts weiter sehen als einen fliegenden David. Okay.
Kit Hane sind dann wahrscheinlich wir. Ja, das sind wir alle. Gut. Kann das sein? Das Recht auf sichere Zuflucht. Bin jetzt allerdings dummerweise verbannt worden aus einigen Orten. Widerspricht das nicht dem hier? Solltest du am Rande des Vergessens stehen, dann wirst du von ihnen genug Glanz erhalten, um dich zu einer anderen Zuflucht zu schaffen, oder sie werden dich dorthin schaffen lassen. Ja, du hast einen Teil dieses Rechtes verloren. Oha. Aber niemand wird dich im Stich lassen. Wenn es soweit sein sollte. Salzige Tränen? Jetzt gut. Ja, man, wir leben im König oder in der Grafschaft des Salzes, aber diese Regeln gelten natürlich auch an anderen Orten. Wir haben verschiedene Arten zu kämpfen. Du könntest zu einer Fee gehen außerhalb des Traums und sie mit einer Pistole erschießen. Ihre Seele wird in den Traum zurückkehren und hoffentlich eines Tages einen neuen Körper finden, den sie bewohnen kann, in dem sie sich verpuppen kann und in dem sie erwachen kann. Dennoch ist dies ein Akt, der nicht nur schändlich, sondern auch strafenswert ist. Du kannst dieses Schwert nehmen, ein chimärisches Schwert, und mich hier und jetzt töten. Nun. Ich gucke ihn ein bisschen ungläubig an, so, nee. Und was passieren wird, ist, dass ich eine Zeit brauche, bis ich meinen Körper wiederfinde. Niemand weiß, was wo genau deine Feenseele hingeht im Traum, aber sie findet den Weg zurück, außer wenn du schon von der Banalität stark zerfressen bist. Stark zerfressen. Du müsstest aber schon so stark zerfressen sein wie in Roland. Es ist also nicht ganz so dramatisch. Immer noch etwas, was dir Misstrauen und Verachtung der anderen einbringen wird, aber etwas, was möglich wäre. Wir haben immerhin auch offizielle Duelle oder manchmal, wenn Gericht gehalten wird, dann wird der Traum entscheiden, ob du schuldig bist oder nicht. Zum Beispiel in einem Duell oder indem du Prüfungen durchstehen musst, die auch in deinem Tod enden können, in deinem chimärischen Tod. Aber das Schlimmste ist es, wenn du eine Fee mit kaltem Eisen tötest. Diese Schuld wird dir nicht vergeben. Diese Schuld wirst du dir selbst nicht vergeben können, da es den Glanz von der Feenseele reißt, da es sie in Stücke zerfetzt, für immer verloren, für den Traum verloren, und den Traum schwächt, uns alle schwächt und die Welt der Menschen nur noch banaler macht. Was ist kaltes Eisen? Mhm. Normales Eisen? Nein, Stahl. Reines Eisen. Etwas, das Gott sei Dank so kaum noch vorkommt. Aber seid vorsichtig. In der Welt der Menschen gibt es zum Teil, vor allen Dingen bei Kunstwerken, Statuen, aber auch bei manchen anderen Gerätschaften, kleine Teile reinen Eisens, die ihr werdet es spüren, die euch sofort vergessen lassen, die euch farblos machen und euch ein Stacheln in die Seele treiben. Alles klar. Ihr seid durch? Ja. Gut. Diese 6 Regeln sind das Wichtigste, was ihr zu lernen habt in diesem ein Jahr und einen Tag. Es sind Regeln, die wir uns selbst gegeben haben. Und es sind Regeln, bei denen ich sehr auf ihre Einhaltung achte. Ansonsten, ihr seid keine Kinder. Ihr kommt zu mir, wenn ihr etwas wissen wollt, und ich zeige euch Dinge, von denen ich denke, dass sie notwendig sind. Ein Jahr und ein Tag können niemals genug sein, um euch alles zu zeigen und um euch auf irgendetwas vorzubereiten, weil
alles da ist. Wir wissen nur häufig nicht wo. Ich kann euch nicht alles zeigen. Ich kann euch nicht auf jede Eventualität vorbereiten und das wäre auch Quatsch. Es wäre Unfug, es wäre dumm. Wann immer etwas ist, was ihr für wichtig haltet, kommt zu mir, schickt mir Post. Wir werden sicherlich gerade am Anfang Feste treffen haben. Oder ich werde euch abholen, irgendetwas. Ich habe hier nur auch Pflichten, die wichtig sind und denen ich nachkommen muss. Ich werde euch nicht an die Hand nehmen, aber ich bin da, wenn ihr mich braucht. Ihr wisst ab jetzt immer, wenn ihr nicht bei mir seid, wo ihr mich finden könnt. Das ist Teil unseres Eides. Ihr könnt ihn nur brechen, indem ihr mir arg Übles antut, indem ihr mich verratet oder meinen Ruf, mein Eigentum oder mich irgendwie verletzt. Stark verletzt. Das gilt es zu vermeiden. Und ich werde spüren, wenn ihr Schmerzen habt oder wenn es euch besonders schlecht geht. Ich bin dann auf dem Weg. Bitte. Ich hatte die Mentorschaft eines Puka zu übernehmen und er hatte nichts Besseres zu tun, als mich nachts um 4 damit zu wecken, indem er sich immer wieder mit dem C gegen sein Bett schlug. Ich bitte euch, bitte tut das nicht. Das klingt irgendwie witzig. Nein. Ja, eine damit. Frage. Wie ist das mit dem Essen? Wieso wird das alles zur Asche? Was muss ich beachten, damit das nicht passiert? Was? Naja, so, ich habe heute Morgen was essen wollen und das ist zu Asche geworden in meinem Mund. Er wirft dir einen Apfel hin. Ich beiß rein. Feinste Asche. Siehst du? Oh. Mhm, nicht gut. Wenn du mir aber sagst, er gehört mir, also mir jetzt, dann, also hat bei ihr irgendwas geklappt. Ich gucke ihn so fragend oder herausfordernd an, von wegen. Bitte ist doch von diesem Apfel. Ich beiß da rein. Knackig. Klappt. Was zum Teufel ist das? Das scheint doch schon gelöst. Okay. Es ist so, dass ich nachgucken muss, was der Troll eigentlich glaubt. Sehr schön. Achso, okay. Es ist so, wir kennen unseren Ursprung nicht. Die Meinung meiner Herren ist es, dass wir geschaffen wurden von den Tuatha De Danann, von Überfeen, sagen wir Überfeen, nach ihrem Willen, weil sie in einem heiligen Krieg mit unbeschreiblichen Wesen waren, der äonenlang dauerte und wir waren ihre Krieger, Zeugwart und Rüstungsschmied, die anderen waren Waffenkünstler und so weiter. Und unter Umständen hast du entweder gegen etwas verstoßen, was sie angeordnet hatten, dich gegen ein Verbot widersetzt oder irgendetwas anderes, oder es war irgendwie für sie nützlich, dass du nun mit dieser Sache leben musst. Andere glauben, wir wurden von den Menschen erträumt nach ihrem Glauben und nach ihren Erlebnissen, und vielleicht war in einer der Geschichten über die Heinzelmännchen dabei, dass sie nur das essen können, was ihnen tatsächlich angeboten wird, damit sie nicht stehlen aus den Häusern, in denen sie nachts helfen, und du entspringst genau dieser Geschichte. Ich kann dir nicht genau sagen, was es ist. Ich kann dir sagen, dass es nicht uns alle betrifft, sondern du bist der Erste. Aber offenbar hast du dein Rätsel ja auch schon gelöst. Okay. Das ist interessant zu wissen. Ja, du hast es besser getroffen als manches Lua, die ein Haus nur von Osten mit
Osten? Von Osten betreten können. Interessant. Müssen die dann durch das Fenster krabbeln? Sie müssen einen Weg finden, der nicht die Tür ist, wenn sie im Osten, wenn sie im Osten liegt. Faszinierend. Sie finden immer einen Weg in deine Behausung. Ist dann wahrscheinlich auch besser so. Also ich meine, wenn sie sonst nicht reinkommen, das zwei Raum ein bisschen unfreundlich. Wenn man lädt sie ein, wenn sie sich nach Hause kommen nicht rein, das wäre ja schon ärgerlich. Sicher. Ist eine unverhohlene Frage, ich weiß, die geht mich eigentlich nichts an, aber was zum Teufel bedeutet dieses Orakel? Ich zeig auf sie. Ich hoffe, du hast dich bei ihr für diese unverhohlene Frage entschuldigt. Nein. Naja, mitten in den Raum halt. Ich grinst dich jetzt auch an, so. Was ist deine Bedeutung im Leben? Keine Ahnung, aber ich bin ja auch nicht irgendwie ein Orakel von Schieß mich tot. Oder des Winters, in diesem Fall. Du bist der Träger des Hummelbanners. Du hast den Traumstein fast fertiggestellt. Jeder findet sein Schicksal, manche nennen es das Dan, selbst oder nicht. Es ist, ich weiß nicht, ob es eine frag mich nicht nach der Etikette. Ich weiß nicht, ob es eine unhöfliche Frage ist, aber es ist keine, auf die du eine Antwort erwarten kannst. Jedenfalls nicht von mir und von niemandem sonst. Du findest das, was dein Schicksal. Und nach einem Tag oder zweien oder wie viel auch immer, wann ihr euch verpuppt habt, ist das reiflich früh. Ja, aber die anderen schienen ein bisschen irritiert zu sein von ihrem Titel. Als sie ankam, hielt dich natürlich jeder für eines Katach. Das sind Ski von einem Hause, das weniger huldvoll ist. Das fernab der Höfe häufig lebt und deswegen waren schon mal alle überrascht. Und natürlich, wenn es nur 4 Orakel gibt, ist das Erstaunen etwas größer, wenn eins unseren Hof betritt, aber so wie keiner dir vorschreiben kann, Sophie, was du zu tun hast und was dein Schicksal ist, so kann keiner dir sagen, was es ist. Und du kannst keinen fragen, David. Jedenfalls nicht, wenn du eine Antwort erwartest. Warum sind die alle so, irritiert vom Winter? Sophie, was habe ich dir über den letzten Winter erzählt? Über den letzten Winter? Ich glaube, das, was damit gemeint ist, ist letztlich die endgültige Trennung des Traumes von dieser Welt. Und damit von uns. Also unseren Tod. Und auch den Tod des Traums. Ja, und davon sprechen viele aus dem letzten Winter. Abgesehen davon, erinnerst du dich noch, David, wie es war, im Winter zu reisen, wenn die kalten Winde dir das Fleisch von den Knochen rissen, wenn es die Landschaften karg waren, man kaum etwas zu essen fand, wo man ständig nach einem Nachtplatz suchen musste, noch vor dem schnellen Einbruch der Dunkelheit, weil sonst
weil sonst die Kälte einen nahm. Es ist doch ein anderes Gefühl als im Frühling, wo die Welt erwacht und wo alle Wesenheiten sich mehren und wo. Ich sage damit nicht, dass der Winter nur negative Gefühle mit sich bringt. Das gemütliche Feuer, wenn man mit seinen Lieben im Hause sitzt, sicher vor all dem, der zauberhafte Schleier des Schnees auf den Wipfeln, natürlich ist das Teil davon, aber es ist ein Teil, den vielleicht nicht jeder als erstes mit dem Winter assoziiert. Graureif auf den Blättern. Ja. Kürbiskernsuppe, super lecker. Ist das nicht eher eine Herbstsache? Ja, aber es gehört zum Winter dazu, der Herbst. Oh nein. Im Herbst sehen wir die Lorbeeren unserer Arbeit des ganzen Jahres und bereiten uns vor. Im Herbst wird gehortet und im Herbst schwelgen wir noch ein wenig im Überfluss. Der Winter ist die Zeit des Aussortierens. Ist die Zeit, in dem es hart wird. Richtig hart. Ich will damit nicht werten, denn harte Zeiten gehören dazu. Sie bringen die heldenhaftesten Geschichten hervor und sie zeigen, wer wirklich von loyalem und voll von Ehre, von einem loyalen Wesen und voll von Ehre ist. Aber für viele ist viel Schrecken im Winter. Alle kleinen Mummelingknochen. Ja, ja. Bitte? Alle kleinen Mummelingknochen. Ja, ich sag mal so, es ist heute etwas anderes mit unseren, mit den menschlichen Bauten, mit Heizungen, mit all dem. Aber weißt du noch, wie es früher war? Ja, du gesagt. Ich, anders, David. Erinnerst du dich an die Trommel? Leider ja. Erinnerst du dich an das Gefühl, was du dabei hattest, als du gelaufen bist? Als du sie immer hinter dir gehört hast? Leider ja. Da hast du es doch. Wenn du oder wenn ihr zu einem späteren Zeitpunkt jemanden sucht, der euch da genauere Auskunft geben kann, empfehle ich euch verschiedene ehrbare Feen am Hofe der Toten. Ich kann dafür euch Termine machen, ich kann euch Wege zeigen, wie ihr schnell hinkommt, wobei ich denke, dass ihr da etwas besser seid mit Bahnen und so weiter. Euch Schreiben mitgeben und dann werden Leute, jeder wird die Gastfreundschaft ehren, gerade mit Frischling und jeder erzählt gern Geschichten. Okay, das klingt schon mal interessant, denke ich. Warum heißt der Hof der Toten? In der Stadt, die ihr Leipzig nennt, sind die Vampire ein Problem und die Baroness sorgt dafür, dass sie unwissentlich dort bleiben und nicht hierher kommen. Durch verschiedene Zauberkünste, Flüche, durch Verstecken, durch Dinge, von denen ich, um ehrlich zu sein, nicht ganz genau wissen will. Und ja, sie hält dieses Problem in dieser Stadt. Fucking Vampire. Ah, es ist jedes Mal das Gleiche. Ah, es ist wunderschön. Du stehst vor einem Riesen, der blau ist, und neben dir steht das Orakel des Winters. Und du fragst dich, ob es Vampire gibt. Fürchte dich vor ihnen. Schwuchtelvampire? Okay, ich wollte gerade fragen. Schwuchtelvampire aus Twilight oder? Fürchte dich. Okay. Wenn ihr in die Stadt der Toten reist, dann tut dies tags. Okay. Erkennst du uns überhaupt als das, was wir sind? Das ist eine Frage, die ich euch nicht beantworten kann. Manche
auf jeden Fall, manche können Dinge erlernen, um euch zu erkennen. Und die unter ihnen, die unheimlich alt sind, sind meist schon wirklich, wirklich, wirklich banal. Warum sollten sie überhaupt ein Interesse daran zu haben, mit uns irgendwas zu tun zu haben? Was bringen wir ihnen denn? Gar nichts, oder? Unser Blut ist für manche von ihnen höchst wertvoll. Viele halten es nicht aus, aber manche können damit den Traum sehen. Abgesehen davon sind wir eine potenzielle Quelle Ressourcen. Männer und Frauen, die Dinge können, die sie nicht können, die sie benutzen können in ihren komplizierten Machenschaften, die Menschheit auszusaugen, zu beherrschen, irgendwas, was weiß ich. Okay, wenn es Vampire gibt, wo kriege ich so ein fancy Schwert her? Ich werde dir kein Schwert in die Hand drücken. Nee. Jedenfalls noch nicht. Hey, ich war der Anführer in einer großen Schlacht. Du warst Yay. Der Träger eines Banners. Du warst ein Motivator. Ich weiß nicht, ob du ein Kämpfer warst. Ich auch nicht, aber... Und ich werde dir keine Waffe in die Hand drücken, bevor du nicht im Mindesten ein Gefühl dafür hast, was wirklich dir Böses will und was nicht. Na gut. Du wirst keine Waffe brauchen. Ich dachte nur, sie sieht schon ziemlich groß aus und ziemlich mächtig und so. Und gegen einen Vampir ziemlich nutzlos, meistens. Da hilft nur ein Stück Holz, was man ihnen in den Herz rammt. Ich habe keine Ahnung. In den meisten Fällen, eigentlich in allen Fällen für dich, hilft zu rennen. Sag mal, um weg von den Vampiren zu kommen. Egal, welche der beiden Theorien man jetzt verfolgt. Drei? Egal, welche der drei Theorien man jetzt verfolgt. Auch wenn das persönliche Schicksal etwas ist, das man selbst herausfinden muss, sind Feen, zumindest von dem, was ich gesehen habe, verschieden. Aber trotzdem ähnlich, irgendwie einteilbar, wie auch immer. Das heißt, sie wurden entweder zu einem bestimmten Zweck erträumt oder zu einem bestimmten Zweck Geschichte. Geschaffen. Oder aus einer bestimmten Geschichte. Oder haben sich nach der dritten Theorie selbst, weil es ihnen gerade passte, zu diesem einen Zweck geformt und waren später in dieser Form gefangen, ja? Es waren viele da, aber auch viele, die sich sehr ähnlich waren. Wo lag dann der jeweilige Zweck? Weißt du, wie viel verschiedene Kiffs gestern da waren? Zum einen, ich glaube, es ist besser, wenn du die einzelnen Vertreter selbst fragst. Ich werde dir zu jedem Antwort geben, von der ich überzeugt bin, dass sie wahrhaft ist. Aber es waren wirklich viele. Wie wäre es denn, wenn wir jeden Tag zwei versuchen oder sowas? Gerne auch per Nöcker-Rohrpost irgendwas. Aber, ja. Sophie schmunzelt ein bisschen. Sagtest du nicht, du hast diesen Tag keine Pflichten mehr? Wir müssen aber auch noch diese zwei Dinge tun, die ich ansprach. Wir machen uns auf den Weg, wir können nebenbei reden, denke ich. Also, deine... ich sag jetzt mal, deine Art ist ja auch relativ offensichtlich. Ihr seid da, um zu schützen wahrscheinlich. Ja, wir... Sieht ziemlich groß aus. Unser Kiff ist, da, um zu schützen und zu ehren, um
um zu bewahren, aber wir... Ja, belassen wir es dabei. Es klingt immer so fürchterlich martialisch, aber wir sind nicht nur dazu da, um im Kampf zu bewahren. Wir sind einsame Riesen, früher groß wie Berge, und wir halten Ehre und Treue über allem. Du kannst dich bei einem Troll eigentlich immer darauf verlassen, dass sein Wort ist, dass er einhält, und er wird manchmal sein Leben dafür geben. Nicht zuletzt deswegen bin ich übrigens eine ganz gute Wahl als Mentor. Wenn wir einen Eid brechen, dann werden wir schwach und klein. Vermutlich könnte ich kaum diesen Krug heben, wenn ich einen Eid breche. Manche unterstellen uns einen gewissen Starrsinn. Ich würde das unterschreiben. Das klingt gut. Das macht dich jedenfalls sympathisch. Manche unterstellen uns eine gewisse Humorlosigkeit. Das Problem ist, dass jeder von sich immer sagt, dass er ein wahnsinnig witziger Typ ist. Ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben kann, aber... Wir nehmen unsere Pflicht so ernst, dass wir in manchen Situationen, vor allen Dingen in deren Ausübung natürlich, jeden Lacher unterdrücken werden. Er steht damit auf, während des Laufens kommt. So. Ich mache ihm die Tür auf. Ja, dann werdet ihr den Hof verlassen und währenddessen schon mal Richtung Stadt laufen. Dann werden wir das tun. Kleiner, leichter Raureif ist über dem Geländer, wenn Sophie es mit der Hand streift. So ist es. Und er glitzert in der Sonne. Er bricht das Licht tausendfach, Junge. Tut er. Das ist ein Traum. Das ist ja direkt nebeneinander cool. Also, ihr werdet durch die Stadt latschen. Es ist etwas umständlich für ihn. Es ist sogar sehr umständlich für ihn. Wie sieht seine menschliche Gestalt aus? Die Gesichtszüge sind ähnlich. Er ist bestimmt, also er ist nicht übergroß, so 1,80. Immer noch kräftig, aber auch bei weitem nicht so kräftig wie vorher. Er trägt einfache Klamotten, auch welche, die er oft, also die sind offenbar aus der Mode gekommen zu der Zeit, als ihr noch nicht geboren wart. Das bringt auch Blicke mit sich, sag ich mal. Ansonsten hat er da tiefbraune Augen und einen etwas ungepflegteren Bart, auch etwas länger. Er ist kaum behaart, zum Beispiel an den Armen sonst. Das Ding ist, wenn der mit euch über den Fußweg latscht, könnt ihr natürlich nicht neben ihm gehen, denn der nimmt schon einen etwas größeren Teil davon ein. Und ihr seht quasi vor euch diesen Typen, wie er Menschen ausweicht, die zwar in seiner chimärischen Gestalt sonst mit ihm zusammenprallen würden, aber in seiner menschlichen Gestalt sind da halt noch gut 30, 40 Zentimeter manchmal dazwischen Platz. Er bewegt sich wie ein Elefant im Porzellanladen. Also wie ein sorgsamer Elefant im Porzellanladen. Er wird mit euch zum Uniplatz gehen, wo das Löwengebäude sind und Audimax und so. Wird mit euch direkt auf das Löwengebäude zusteuern. Das ist so auch das Immatrikulationsamt und die Studienberatung und so ein Shit. Wo davor diese goldenen Löwen-Statuettin auf ihrem Sockel sitzen, erwachen, wenn ihr näher kommt und... euch umkreisen, während ihr auf das Gebäude zustampft, also zumindest eher stampft. Ja, du hast recht. Wir haben wirklich schönes Fell. Er schnurrt wie ein lieber Kater. Okay. Und reckt sein Kinn, damit du darunter streicheln kannst. Dann tue ich das einfach mal. Da wird er seine Miene etwas schütteln und mit einem leichten Peitschen seines Schwanzes gegen deinen Oberschenkel wieder auf seine Socke klettern. Alles klar. Läuft.
Will dann eintreten, diesen ganzen normalen Unibetrieb hinter euch lassen oder neben euch lassen. Er wird mit euch eine Treppe hochgehen, wo eigentlich oben nicht viel sein. Also wart nie oben, weil es keinen Grund gibt, nach oben zu gehen. Wird da auf einen Schrank zugehen, sich umgucken. Okay, gut, wir sind da. Ihn wegschieben und dahinter durch eine Tür gehen. Auf der Tür prangt das Wappen der Fiona, also auch einfach nur ein Löwe auf rotem Grund. Okay. Hinter jedem Schrank steckt eine Tür. Dahinter liegt ein Raum, eine Lagerhalle, bestimmt 2-3 Quadratkilometer lang und 30 Meter breit, mit Regalen, die bis an die Decke gehen, bestimmt 40 Meter hoch. Es ist eine halbrunde Halle. Das Dach davon sind Bäume und Ranken und Blüten, die extrem schnell Blüten austreiben und keine Früchte und die dann aber auch sehr schnell wieder verwelken. Das heißt, du hast eigentlich permanent so einen leichten, ganz leichten Regen von irgendwelchen Blütenblättern und irgendwelchen Blütenteilen, die auf den Boden sinken. Zur Rechten ist ein Pult, dahinter sitzt ein Wesen, das es riecht schon aus der Entfernung nach Humus. Es ist ein humanoides Wesen, das aus wesentlichen Erde zu bestehen scheint, mit ein paar Bröckchen Stein. Als es seine Hand auf den Tisch patscht, ist auch eine recht ansehnliche Menge Erde, die dann da zum Erliegen kommt. Er pustet sie weg und aus seinem Mund kommt noch mehr Erde auf die davorliegenden Blätter. Thorald wird auf ihn zutreten, ihn einen offenbar gräfischen Wisch vorlegen und dann werden die beiden noch ein wenig rumdiskutieren. Offenbar geht es um irgendwelche fehlenden Unterschriften, Insignien und Gedöns. In den Regalen ist übrigens nichts. Und dann schlussendlich wird sich das Ding dann doch zufrieden geben und auf euch zustampfen. Hi. Tag, Meiner. Tag, Meiner. Sophie liegt ihm zu. Also das nächste Mal, wenn ihr kommt, ich weiß, dass es dieses Mal nicht eure Schuld war, dann verlange ich eine rechtzeitige Anmeldung. Das ist jetzt alles zu schnell eigentlich. Heute lasse ich das durchgehen. Rechtzeitig, bitte mit allen vorherigen Blättern ausgefüllt, die könnt ihr zu jeder Zeit hier abholen, ja, und dann können wir das auch hinkriegen. Ist heute eine Ausnahme. Bitte, bitte darauf achten, dass ihr alles richtig ausfüllt, alle möglichen nötigen Kästchen ankreuzt und so weiter. Der rosa passiert schon A38. Den vergessen die meisten, der ist aber von höchster Wichtigkeit. Das dachte ich mir. Ja, er ist außerdem nicht rosa. Wer macht denn rosa Blätter? Da kann man doch weiß wie alles andere auch. Aber gut, ihr steht immerhin nicht umsonst in den endlosen Hallen von vierschichtigen Gerümpel. Ihr sucht euren Kram. Dann wollen wir mal. Ihr wird dann einen Gang mit euch entlang gehen, bis irgendwann eure Namen zu lesen sind. Und wird dann eine Leiter daran stellen. Müsste ziemlich weit oben sein. Ich glaube, ich habe das erst neulich einsortiert. Ich halte die Leiter. Ich bin nicht so gut mit Leitern. Ja, ich klettere da ganz nichts hoch. In deinem Fach ganz oben liegt ein ungefähr 40 cm langes
Das sieht nicht direkt aus wie ein Periskop und das sieht nicht direkt aus wie ein Fernrohr. Aber nennen wir es einfach trotzdem mal Fernrohr. Es ist schlicht gehalten mit einer Lederschicht drumherum, damit man es gut greifen kann. Und einem Messingbeschlag um die Linse vorn und hinten. Darauf steht Davids gefährliches Kuckrohr. Ich muss ein bisschen grinsen. Okay. Cool. In dem Fach darüber. Mhm. Ist ein gut. Haflinger großer Otter. Der gemütlich in diesem Scheißregal liegt und pennt. Da steht aber nicht mein Name drauf. Das ist auch noch eins deiner Regale, doch. Daneben liegen noch ein paar Kleider und ein bisschen Krimskrams, Werkzeug, Tabak, solche Sachen, verschimmelte Brote. Oh, was? Junge, da liegen noch 50 Kilo verjammeltes Lempersbrot. Wir müssen heute eigentlich noch nach Gondor. Nee, das nicht, aber ein paar verschimmelte Waren, Kleider und ein bisschen Krimskrams. So gut. Ja, packe ich mir ein, also wie gesagt, das verschimmelte Zeug. Gut. Memo an mich selbst, nächstes Mal nicht irgendwie Nahrungsmittel einlagern. Hm. Das war eine doofe Idee. Habe ich jedenfalls die Rezept für diesen leckeren Speisen dazu getan? Klar. Na guck, habe ich Rezepte für leckeres Essen. Sehr gut. Orchideenrisotto und sowas. Alles klar. Das muss man irgendwann mal ausprobieren, aber man wird ja nur einmal quasi Fee, ne? Ja, eben nicht. Darum geht's ja die ganze Zeit. Aber ja. Also dieses Leben. Bei ein paar der Sachen, wo du die Rezepte jetzt so anguckst und deine Handschrift erkennst, erinnerst du dich auch wieder an ihren Geschmack. Und, waren sie lecker? Naja, sonst hättest du die Rezepte ja wohl nicht aufgehoben. Ausgezeichnet. Ich packe die Rezepte ein. Ich mache mir ein Kochbuch. Mhm. Das Otter trägt übrigens ein Halsband. Was ist denn da für ein Name drauf, David? Der Otter, Entschuldigung. Günther. Günther. Gut. Na klar, steht Günther drauf. Ja, ich krabbel mit Günther quasi, also ich nehm die Kiste, wo Günther drin ist, quasi mit runter. Günther ist 2 Meter groß. Ist das ein gottverdammtes Reitotter? Nein, ich sag mal, ein Sattel ist jetzt nicht drauf, aber der liegt daneben und Otterzaumzeug, wie man es kennt. Ich hab einen Reitotter. Ich ruf runter, ich hab einen Reitotter. Wie cool ist das denn? Ja, und das stinkt schon ganz gewaltig. Aber er schläft noch. Ja, dann weck ihn doch. Okay, ich pauk Günther mal an. Er wird dann erwachen. Jetzt hätte ich vielleicht mal über das Verhalten von Ottern vorher was nachgucken müssen. Ist aber auch nicht so schlimm. Er wird erstmal über andere Fächer gegenüberliegende, also Regale runterspringen und dann am Boden erstmal alle Glieder strecken. Ja, ich begrüße meinen Reitotter, indem ich es umarme. Hallo. Fühlt sich an, wie zu Hause zu sein. Weich und ein wenig nass. So cool. Dann wird es vermutlich erstmal wegspringen, um das Ding zu erkunden. Neugierig werden die ja wohl sein. Scheiße, die Viecher sind bestimmt übelst territorial, ne? Du hast es ja erstmal erzogen, so ein Stück weit. Es wird auf jeden Fall erstmal ein bisschen was erkunden. Okay. Zaumzeug etc. sind auch dabei, ne? So dass ich das halt gleich einfangen kann. Sehr gut. Ja, einfangen, das hört ja auf dich. Ja, ja. Klar, bestimmt.
Na klar, Günther hat immer auf dich gehört. Ich meine, klar war das Vieh immer neugierig und alles. Und klar hat sich das mal objück begeben. War ja auch praktisch, dann hat das für seinen eigenen Unterhalt gesorgt. Aber wenn du hier rufen hast, Günther, dann ist das schon angekommen. Ich meine, das wusste ja auch, dass es dein Reittier ist. Na klar. Awesome. Cool. Ja, ich packe alles zusammen, sodass ich gleich Günther satteln kann und mit Günther zurückreiten kann. Hm. Also quasi durch dieses Lager, weil ich will damit nicht durch die Stadt. Oh Gott, das wird so anstrengend. Ich guck mal kurz meinen Lehrmeister an, so, wie kriege ich Günther gleich durch die Stadt? Denkst du, niemand wird Günther sehen? Günther kann durch die Menschen durchspringen und sie würden das nicht bemerken. Okay, das ist gut. Und dann kann Günther ja auch meine Klamotten tragen, das finde ich super. Bitte? Dann kann Günther ja auch meine Klamotten tragen, das finde ich gut. Bestimmt. Achte nur darauf, du kannst natürlich vor Menschen nicht auf Günther steigen, weil das könnte ihn schwer verletzen. Und dich auch. Mhm. Okay. Gut. Das wäre mir eine Banalität. Ja. Okay. Wie geil ist das denn? Ich hab einen Reitotter. Ja, der Troll wird jetzt die Leiter nehmen und an Sophies Regalwand befestigen. Da war aber zufälligerweise nicht irgendwie nur so eine Standarte oder so dabei. Einfach mal so. Nö. Ärgerlich. Dann geht Sophie mal gucken. Kleider. Krimskrams. Deiner Wahl. Also meistens. Bestimmt auch ein bisschen Schmuck, nehme ich an. So ein bisschen? Ja, doch, ein bisschen Schmuck. Vermutlich warst du immer Raucherin, also verschiedene Tabaksorten. Von vielen Dingen, die da so vielleicht auch anderes als Tabak. Man kann ja auch mal so einen leckeren Shaguncha-Pilz rauchen oder sowas. Auf jeden Fall hat die eine Pfeife. Pfeifen, na klar. Wie soll man denn sonst rauchen? Ja, eben im Winter am Kamin. Ja. So ist es. Und du hattest ja nichts, ne? Und dann natürlich noch deinen Eisbären. Sophie guckt. Barnaby, it's time for you. Barnaby, das werde ich mir bestimmt gut merken können. Okay, ja, Barnaby wird erstmal da die Bären, der war im Winterschlaf, war der in der Winterruhe, ja. Das ergibt Sinn, ja. Das heißt, der wird erstmal eine Weile brauchen, bis er sein müdes Haupt einigermaßen aufgerichtet hat, sich ordentlich schütteln und dich mit kaltem Wasser bespritzen. Wieso war der nass? Warum war das Otter nass? Weil Otter ein Wassertier ist. Ein Eisbär können auch gut schwimmen und tauchen, aber trotzdem. Eisbären müssen immer mehr schwimmen, weil die Scheiße immer mehr schmilzt, aber die können gut schwimmen. Die müssen doch von Scholle zu Scholle kommen. Ich weiß, dass der nicht direkt im Wasser lebt, aber der war nass. Stellt keine Fragen. Okay. Vielleicht hat ihn auch der Klumpling gegossen. Damit er noch ein bisschen wächst. Ja, genau. Das verstehe ich. Er ist ausreichend groß, sag ich mal, okay? Das ist ein Eisbär, davon gehe ich aus, die sind riesig. Ja, ich weiß das bei so viel nicht, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass du mir jetzt sowas sagst wie, der hat keinen Sattel. Natürlich nicht. Okay, dann hat er aber auch nichts, um dein Zeug zu befestigen, was du auf Reisen tragen musst. Das ist natürlich ärgerlich. Gibt es mit Sicherheit. Na gut, also so eine Art Zeug zur Traglastbefestigungsdingens. Okay. Jo. Gut, der wird irgendwie sich darunter quälen. Und dann, der braucht noch eine Weile zum Wachwerden. Gut. Das ehrte Ding wird euch erstmal verschiedene verdreckte Papiere reichen, die ihr bitte zu unterzeichnen habt. Der reicht euch dazu natürlich auch eine Feder. Und ein Tintenfässchen. Oh, kommen wir dieser Aufforderung nach. Jo. Mhm.
Und dann werdet ihr euch wieder auf den Weg machen, nehme ich an. Mit Günther und Barnaby. Ja. Günther ist ein richtig guter Name. Das stimmt Orten. Nämlich. Ich sollte hier nicht Günther stehen haben, ich sollte da jetzt die Günther schreiben. Ja, sicher, Günther. Sehr gut. Ja, wenn ihr vors Löwengebäude tretet und Torwald erst noch ein paar Schritte an den Rand treten. Also, eure Tiere werden natürlich bei euch im Garten nicht wirklich gut leben können. Aber es sind ja beides Raubtiere, also nehme ich an, ihr könnt sie einfach in der Nähe des Flusses. Naja, also ich meine, ein Stück weit sich selbst überlassen und ab und zu halt nach ihnen schauen und sie rufen, wenn ihr sie braucht. Solange er seinen Lieblingsstein dabei hat, kommt er damit klar. Ja, also das ist nicht meine Sache, aber ja, auf jeden Fall, im Garten ist schlecht. Vor allen Dingen, weil ich nicht wissen will, wer dann wen frisst. Gut, ihr habt eure Schätze, ihr habt euer Zeug. Gebt einfach her, ich trage das jetzt noch, das Stück. Es ist nur noch bis davon. Beim Puppentheater. Bei mir ist alles schön verstaut. An meinem Riesenpott. Das stimmt. Und Sophie hat sich auch ein Bündel gemacht. Okay, dann passt das. Ich meine, es sind auch tatsächlich nur noch so 30 Meter. Halle hat ein sehr cooles Erwachsenenpuppentheater mit Marionetten hauptsächlich. Ziemlich freaky ist. Die sind ganz schön durchgeknallt, die Leute dort. Die sind wirklich ganz schön durchgeknallt. Ist das auch völlig egal. Die sind wirklich schlimm, okay? Auf jeden Fall werdet ihr zielgerichtet darauf zusteuern. Davor nochmal stehen bleiben. So, da drin ist einfach zu eng für mich. Ihr geht da rein. Findet die Fee. Ist ein tolles Spiel, aber dafür bin ich nicht euer Mentor. Wir spielen Findet die Fee, werdet ihr gerade noch so hinbekommen. Und dann wird er euch da für die Nöcker-Rohrpost eintragen. Nöcker sind nicht die höflichsten aller Leute. Sie sind nicht die höflichsten, sie sind also, wenn sie nicht den ganzen Tag Gift und Galle spucken, dann sind es keine Nöcker mehr. Okay. Das hat weder was mit euch zu tun, wer ihr seid, warum ihr kommt, es ist normal, man hält es aus und damit ist gut. Okay, und unsere Aufgabe ist es jetzt, den Nöcker zu finden in dem Gewusel, oder was? Es wird nicht schwer sein. Er heißt Claudius. Nein, Moment, das ist der andere. Ich verwechsel die immer. Bob. Es ist Bob. Bob, okay. Ihr findet ihn schon. Es ist ja gerade keine Vorstellung oder so. Meistens. Ach, ich hab doch gesagt, wir spielen Findet die Fee, also los. Wir gehen hinein. Das ist gerade keine Veranstaltung, das heißt, du hast da vermutlich nur so einen Infoschalter mit irgendeiner Aushilfsstudentin da und einen Haufen Plakate und Werbung für nachfolgende Veranstaltungen, auch fürs normale Theater, Info, Dreh, Karten, Werbeflyer, Dings, Drehdinger und eine Tür zu den Toiletten, eine Tür zu dem eigentlichen Aufführungsraum und eine Tür dann zu dem also hier der ganze Privatstuff, der da noch so läuft. Gibt's da irgendwo einen Schrank? Natürlich gibt's da irgendwo einen Schrank, zum Beispiel hinterm Tresen. Ist gerade jemand hinterm Tresen? Jemand? Ja, diese junge Aushilfsstudentin. Die ist ja schön aufgebitscht. Sie hat auch mehrere Schmetterlingsspangen im Haar. Etwas zu viel Schmink gerade unter den Augen. Und so eine etwas aufgeknöpftere Bluse. Sophie geht zum Tresen. Hallo, was kann ich für euch tun? Moin.
Wir sind auf der Suche nach Bobby. Oh, das mag er gar nicht. Bob, ich weiß gar nicht, ob heute Bob da ist. Wollt ihr mit ihm wegen der Marionetten, ja? Versucht's, klopft einfach mal zweite Tür rechts und ich weiß nicht, ob er da ist. Ihr hattet euch da angekündigt, ne? Also da gab's doch, ja, okay, gut, dann geht einfach da lang. Okay, so viel geht an dir vorbei. Mhm. Ja, ich komm mit. Ich meine, du gehst nicht an hier vor, ist egal. Du gehst durch diese Tür, beziehungsweise klopfst du da und da kommt erstmal keine Antwort. Man weiß ja nicht, wie viele Räume und Gänge noch dahinter liegen. Sophie würde nochmal klopfen, wenn keine Antwort kommt, macht sie die Tür einfach auf. Das ist ein etwas größerer Raum, wo Zeug gelagert wird, wo noch Büros davon abgehen, aber das ist eher so eine Art Lager- und Handwerksraum. Und Bob steht da gerade an einem Tisch und werkelt an irgendeiner Puppe rum. Bob ist in seiner menschlichen Gestalt Anfang 40 mit einer etwas unvorteilhaften Gelhaarfrisur, schwarzem Naturells. Er hat eine sehr spitze Nase, ist eher schlank. Lange, geschickte Finger, nicht wie die Finger von Herrn Satt, die irgendwie sich, die eher spinnenhaft sind, sondern lange, geschickte Finger, auch durchtrainiert, und trägt, während er gerade im Staub von abgeraspelten Holz steht, trotzdem einen Anzug, einen modischen Anzug auch, das scheint wohl ein neuerer Schnitt zu sein. In seiner Feengestalt ist er sogar noch dürrer, mit einer roten, äußerst spitzen Nase, mit roten, wirklich roten Wangen, geschwungenen Ausläufern von Augenbrauen, die sehr weich zulaufen. Er hat die Kringel überall auf der Kleidung, Kringel und Spiralen, auch im Gesicht vermutlich als Tattoo. Und der scheint auch in seiner Feenkleidung darauf zu achten, dass er nicht zum Beispiel so eine Handwerksscheiße da anhat oder irgend so eine Pöbelklamotte, sondern das ist was Ausgesuchtes, was auch tatsächlich gut zur ganzen Gestalt passt. Ach, kommen wir jetzt einfach rein, auch wenn ich nicht gesagt habe, dass ich unbedingt gern Besuch haben wollte. Toll, die Manieren sind ja schon am ersten Tag vortrefflich. Boah, Gott sei Dank, Mann, diese Fick-Scheiße. Hat die Alte euch durchgelassen? Ich dachte, wir hätten eine mit Hirn und nicht nur dicken Titten, aber der Herr Verwalter muss natürlich wieder die mit dicken Titten nehmen, damit er sie schön durchnehmen kann. Ja, Mann, sobald das Licht ausgeht, die denken, die merken das nicht, aber ich bin noch hier, wenn die... Ist auch egal. Willkommen in eurem zweiten Leben. Ich kann's gar nicht erfassen. Warten noch mehr Scheiße für euch richtig zu stellen. Wartet gefälligst, bis ich hier fertig bin. Sophie, lässt die Tirade über sich ergehen, wortlos, schaut sich dann einfach die Sachen an, während er beschäftigt ist. Und wehe, es wird was angefasst. Ich wollte gerade anbieten, zu helfen. Kannst du ja immer noch machen. Das sage ich ihm ja. Ach so, okay. Er dreht sich um. Oh, ja, deine Hilfe, auf die habe ich gewartet. Ich wollte es nicht zugeben. Ich wollte es nicht sagen. Aber jetzt muss es raus. Der Träger des Hummelbanners. Mein ganzes Leben, nicht nur dieses. Wirklich alle. Hab ich darauf gewartet, damit du mit mir zusammen einen Klumpen Holz raspelst. Welch filigrane Arbeit, welch Finesse, welch handwerkliches Geschick. Ich konnte die Berechnung dazu nicht anstellen. Immer wieder hab ich mich verschätzt. Aber ich glaube, ich bin jetzt soweit mit dir zusammen. Er bietet dir eine Hälfte dieser Raspel an. Willst du sie mit mir zusammenführen, David? Erschaffer des Traumsteins. Ich glaube, es ist besser, wenn wir wieder einen. Ich habe dich akustisch gerade nicht so wirklich verstanden. Ich glaube, es ist besser, wenn wir jeder eine nehmen.
Ich glaube, es ist besser, wenn du dich ja hinsetzt und die Backen hältst, bis ich fertig bin. Du Hodenkobold. Ich wollte es nur gesagt haben. Ja, und ich wollte dir nur gesagt haben, dass ich das nicht will. Ich dachte, das hab ich schon. Ein klares Nein wäre auch okay gewesen. Oh Gott, man kann nicht arbeiten mit diesen Leuten um sich. Er dreht sich jetzt um, genervt. Was ist denn jetzt überhaupt? Naja, wir wollten uns einschreiben für die Post. Ah ja, die Nöcker-Rohrpost. Ja, herzlich willkommen. Die Nöcker haben hier lange gearbeitet und es wird von allen aufrechterhalten als Gemeinschaftsprojekt. Und ich zeige euch mal, wie es funktioniert. Er wird in zu einem Schrank gehen, ihn eröffnen, ein Stück Papier rausnehmen, draufschreiben. Belästigt mich das nächste Mal gefälligst nur, wenn es wichtig ist. Ihn zusammenknüllen, ein wenig in seinen Taschenkram und einen Zylinder herausholen aus Metall. Aufschrauben, das da reinstecken, zuschrauben. Und dann geht er zu einem Rohr, was da ist. Es ist offenbar ein Heizungsrohr, was da, also so ein ganz dünnes, ja, was zu so einem normalen Heizkörper passt. Und würde da die gut 10 cm Umfang ummessende Rohrpostschatulle dagegen drücken, mit etwas Gewalt hineindrücken, bis sie kleiner und kleiner wird, in das Rohr passt. Und dann verschwindet sie darin. So sendet man eine Nachricht. Selbstverständlich habe ich den Empfänger vorher draufgeschrieben und der Empfänger bist in dem Fall du, David. Danke. Und jetzt warten wir doch einfach, bis sie ankommt. Das kann jetzt zwischen 1 und 2 Minuten dauern. Das heißt, ihr habt jetzt 1 und 2 Minuten, euch irgendwelche nervigen Fragen oder irgendwelchen anderen Scheiß zu überlegen. Wo kriegen wir diese Rohrpost-Pakete her? Sobald ich euch eingetragen habe, findest du immer einen in deiner Tasche. Oh, das ist praktisch. Nicht wahr? Ihr könnt sie in jedem Rohr einbringen. Ihr müsst nur ein bisschen schieben, ein bisschen drücken, bis das Mistding endlich mal macht, was es soll. Und dann findet ihr einen Weg, zumindest in den Salzlanden. Darüber hinaus geben wir keine Gewehr. Muss ja auch reichen. Bei Störung. Nicht, weil ihr wieder zu dumm wart, den Empfänger richtig zu schreiben. Dürft ihr herkommen, wenn ich gerade nichts Wichtiges zu tun habe. Aber mal im Ernst, leider bin ich bei Störungen verpflichtet, unmittelbar der ganzen Sache nachzugehen. Aber eigentlich gibt's auch nie irgendwas, was passiert. Wie gesagt, das ist ein Gemeinschaftsprojekt, wir kümmern uns da schon drum. Und wenn wir was machen, dann funktioniert das ja auch zur Abwechslung mal. Jo. So, selbstverständlich könnt ihr nur eine Nachricht empfangen, wenn ihr irgendwo in der Nähe irgendeines Rohrs seid. Aber wenn ihr nicht in der Nähe irgendeines Rohrs seid, dann muss ich mich doch fragen, wo ihr euch rumtreibt. Sophie hat übrigens nebenbei auch am Anfang schon ihren Block rausgeholt und ist irgendwas am Zeichnen. Eine Marionette. Und ich hoffe, du zeichnest nicht mich, denn ich habe die Rechte an diesem Bild und ich werde es sofort zerreißen. Irgendwann viel zu spät, guckt sie auf. Ich spüre, wie er wächst in mir, der Hass. Apfelmittel sollten es richten. Ist es so in Ordnung für sie? Die macht das immer, das ist nicht abwertend gemeint gewesen. Die zeichnet alles. Wird aus einem anderen Rohr, es ist offenbar das U-Rohr unter der Spüle, die Nöckerau-Post hinausschießen, und zwar mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit und wenig sanft gegen Davids Kopf knallen. Ausgezeichnet. Aua. Da, so funktioniert's. Alles verstanden? Ja, ich denke. Schön. Also, da ihr Mündel seid,
Also Sophie ist es auf jeden Fall das erste Jahr vollkommen kostenlos. Danach berechnen wir eine kleine Gebühr von 2-3 Sakash pro Jahreszeit. Ja, ich denke, 2 sollten ausreichen. David, für dich kostet es für diese Jahreszeit, auch jetzt für den Rest des Herbstes, 2 Sakash. Ich bin Mündel. Ja, du bist ein Mündel, das Dougal beleidigt hat. Lassen wir uns doch mal kurz durch den Kopf gehen, wer diese ganze wunderbare Operation hier, die uns allen freie Kommunikation gewährt, finanziert. Sophie, würdest du vielleicht die Jeopardy-Musik einspielen? Nicht, das kann ich selbst! Er drückt auf einen Kassettenrekorder und die Jeopardy-Musik kommt. Wer ist Dougal? Genau, der! Und abgesehen davon, wenn ich nicht Bedenken haben müsste, dass ich jetzt unterfinanziert werde, weil ich dich kostenlos durchkommen lasse, ich mochte Dougal! Dougal war ein cooler Hochkönig. Dougal hat dafür gesorgt, dass wir irgendeine Form von verschissenem Kackeisen überhaupt heute berühren und verwenden können. Und nicht nur bei Reimen, du weißt schon, Eisen uns der Leib zerfließt. Ohne ihn könnten wir nichts mit Metall machen, nichts mit Eisen machen. Wir wären am Arsch und du hast ihn beleidigt. Und deswegen kostet es jetzt für dich 2 Sakash für den Herbst. Und danach 2 Sakash für den Winter. Und danach, und hier kommen wir in Fahrt, werde ich das vielleicht nochmal erhöhen. Ich weiß nicht, da müsste ich mit meinem Meister drüber sprechen, aber ich glaube, das war so eine Regel, gilt. Es war so eine Regel, ja. Und weißt du, wer die Regel ausgemacht hat? Der Typ, der für die Scheiße hier verantwortlich ist, vor dem du stehst. Ich muss nichts für irgendwen freigeben. Ich mache es, weil ich ein guter Nöcker bin. Gut. Und ich dachte, der Sommer in den Salzlanden endet nicht mehr. Dumme Kuh. Tut er ja auch nicht. Ich meine, der Sommer herrscht immer, aber... Ihr berechnet das nach den Jahreszeiten der Sterblichen, denn diese Wohnung und die Nöckerohrpost liegt zum Teil in der Welt der Sterblichen für sie unsichtbar. Aber netter Versuch, dumme Kuh. Sie schmunzelt ein bisschen, wendet sich wieder ihrem Blog zu. Also, dann trage ich mal ein. Sophie mit PH. Ja. Was ist dein Nachname in der Menschenwelt? Milborough. Oh Gott, schreibt das selbst. Sie schreibt es selbst. Schön, und dann setzen wir noch einen Titel ein. Okay, das ist doch hervorragend. Wir nehmen Gesandte der Zügellosigkeit. Nee, das war die andere, ne? Dann nehmen wir doch einfach Orakel des Argwohns, ja. Der gefällt mir am besten. Da, Herr Träger, haben wir uns durchgerungen? Ich muss erst mit meinem... Es tut mir leid, also ich... Ja, dann verpisst euch! Ich hab zu tun! Gut. Ich drehe mich kurz um. Ich könnte ihm natürlich auch irgendwo eine Nachricht schicken, dann kommt er wahrscheinlich wieder, aber... Weil er kommt hier nicht rein. Mach's gut. Ja, mach's besser, wenn du noch könntest. Ja, ich geh raus. Ja, du gehst raus. Haben sie ihn gefunden? Er wollte Geld von mir. Ich gehe mal davon aus, dass ein Schackcash irgendwie Geld ist. Oder? Sophie stößt David an und geht ich raus. Ich glaube, der letzte Teil war Outgame, den er hinzugefügt hat. Oder? Ach so, nee, das war die Frau. Das war die Tante. Ich dachte, das wäre Thorald. Nee, das war die Tante. Ah, okay, dann habe ich mit dem Geld nicht erwähnt. Okay, hier.
Du stehst draußen vor Thorald, nachdem du ihr offenbar keine Antwort gibst. Ja, ja. Sophie sagt irgendwie noch so beiläufig ja. Na schön, Wiedersehen. Thorald? Ja. Der kleine Nöcker wollte Geld von mir. Ich hab kein Geld. Hä? Was? Er wollte 2 Münzen von mir. Ich habe keine 2 Münzen. Warte. Er wird reingehen, dabei ordentlich den Kopf und die Schultern einziehen. Das ist ziemlich dämlich aussieht, zumindest in seiner menschlichen Gestalt. Ja, dann steht er kurz da draußen. Sophie zeichnet ihr Bild weiter. Das Ding ist ja, man kann vermutlich am Ende nicht so leicht unterscheiden, ob das der Bob ist oder eine Marionette, weil einfach ein Nöcker, das habe ich nicht so richtig erwähnt, die haben ja doch ein sehr puppenhaftes, auch zum Teil weißes Gesicht. Das passt ganz gut zusammen. Während du malst, wird William Van Eyck Fischer. Da sind viele Eisstände. Manche Leute lassen ihr Eis fallen, die Trottel. Gut zu tun haben. Aber nach wenigen Minuten kommt Thorald dann auch wieder raus. Tja, der will tatsächlich 2 Sakash von dir. Naja, das ist kein Geld. Also, manche, besonders auf die alten Regeln pochenden, wollen, dass man in Diensten und so einen Scheiß bezahlt. Würde ich dir nie ans Herz legen. Aber meistens machen wir es so, dass wir in Glamour, in Glanz bezahlen. Und du kannst ihnen Form geben, indem du etwas erschaffst, einen Kuchen bäckst oder indem du, weiß ich nicht, eine Figur schnitzt oder irgend sowas in der Richtung und dann einen Teil deiner gespeicherten Traumkräfte einfließen lässt dabei und sie bleiben darin, es sei denn, sie werden starker Banalität ausgesetzt. Und damit können wir handeln. Okay. Ja. Das ist dann so ein Sackcash. Das ist dann ein Sackcash. Also es ist am Anfang sehr schwer einzuschätzen. Ich meine, gibt es für diese Energien, die uns durchfließen, eine Maßeinheit? Irgendwann, ja, kann man sagen. Ja, es ist schwer zu erklären, aber man kann es dann irgendwann abschätzen. Jetzt am Anfang ist es noch nicht so einfach. Ich habe für dich bezahlt. Dankeschön. Ja, passt schon. Kann ich das dann wieder gut machen? Also, wie kann ich dir dann einnehmen? Ich muss dir einfach einen Kuchen backen. Quasi. Ich back dir einen Kuchen. Oder noch viel besser, ich gucke an die Runde. Wir gehen shoppen. Was? Naja, du wirst uns wahrscheinlich noch häufiger begleiten müssen. Und Es muss etwas sein, wenn du mir das zurückgeben willst, was ich für dich bezahlt habe. Muss etwas sein, was du selbst mit eigenen Händen schaffst. Und B, werde ich garantiert nicht mit euch einkaufen gehen. Auf gar keinen Fall. Was heißt hier mit euch? Entschuldige. Nur für die Zukunft werde ich auch mit dir niemals einkaufen gehen. Oh, da würde ich dich auch niemals zu... Nee. Ich meine nur, das wäre vielleicht... Nein. Du wirkst ein bisschen old fashioned. Tja. Das stört mich nicht. Das alles hier ist mir so verdammt fremd, dass das nur wirklich nichts ausmacht. Punkt für dich. Aber zieht das nicht merkwürdige Blicke auf dich und das ist das nicht schlecht für uns? Von den Menschen, von denen es schlecht ist, ist ihre Gegenwart meist schon schlecht. Ich bin nur etwas... Es ist doch bestimmt gerade mal
10 Jahre her oder so, als das der top modern war, das ist mir eigentlich ziemlich Wurst. Solange ich nicht irgendwann wirklich Probleme bekomme, werde ich garantiert nicht mich neu einkleiden. Es ist nett von dir, es ist ehrhaft von dir, aber nein. Na gut. In 3 Jahren ist die Mode doch dann schon wieder völlig anders. Das lohnt sich doch überhaupt nicht. Meine Dienste sind hauptsächlich am Hofe, also, ja. Gut, gut. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Deli Dorftrottel und anderen. Ich habe meinen Fehler erkannt mit der ganzen Eidsache, ne? Das, glaube ich, mache ich im nächsten Intro, wo das abgehandelt. Zum Nachlesen ist auch im Dokument. Packe ich jetzt noch ein, weil ich glaube nicht, dass man die beiden gut verstanden hat oder dass man da irgendwie mitgekommen ist. Eide sind ja in dem System super wichtig, ne? Die haben ja auch viel Bedeutung. Und selbst wenn du nicht vom Eid selbst bestraft wirst oder vom Traum, wenn du da was brichst, wirst du vermutlich von den anderen dann als ein bisschen aussätzlich behandelt. Das Witzige an dem System zum Beispiel ist nur, da ist dann die Rede, ja, und wenn du dann einen Mentor kriegst, dann hier schwörst du ein Eid des Mündels und ja, des Mentors oder so, und das ist dann voll gut. Der steht da natürlich nirgends. Also muss man sich was ausdenken. Und da muss man natürlich dann so eine, weiß ich nicht, 300 Milliliter Kitschtube nehmen und richtig ausdrücken. Sodass auch der letzte Rest, der muss dann nochmal richtig mit so einem Furzgeräusch, muss der einfach aufs Blatt spritzen. Ansonsten geht das nicht. Also das kann ich nur als Tipp geben. Wenn man Eide selbst entwirft, lohnt es sich A, sich irgendwie ein Grundgerüst dafür zu geben, wie man die aufbauen kann. Da gibt's eins, was einigermaßen gut abgewandelt funktioniert, einen neuen WOD-Changeling. Denn es reicht ja nicht, ein System zu besitzen, das geht da nicht. Und da muss man aber halt auch richtig, ne, richtig den Kitsch reindrücken. Sonst nimmt das auch keiner ernst. Ne? So ist es. Schön. Ansonsten ist da jetzt ja echt nicht viel gewesen. Das war auch nur so ein halber Spielabend und ich denke, die nächsten beiden Folgen, die sind dann auch ein bisschen besser mit dieser ganzen Mentoreneinführung, vor allem die zweite dann. Allerdings ist das die letzte, die ich vorbereiten kann vor dem Umzug. Also keine Ahnung, wo es dann weitergeht. Nicht mehr als 1-2 Wochen Ausfall, denke ich. Genau. Tschüss. Ihr Milchreis. Tütchen.